sind unsere Gäste. So, heute Abend erwarten wir den Jungschauspieler Vincent Hahnen. Da ist er, die Vincent Hahnen. Schön, dass du da bist. Bleib bei uns. Ja. Und hier ist sie, Saskia Valencia. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, und jetzt fehlt noch einer. Wir haben drei Gäste. Wer ist das? Da ist er! Ben! Und nun begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Ihren Moderator, Roland Donner! Jawohl! Super! Ich freue mich riesig, aber jetzt an die Technik. Ich kann euch gar... Jetzt sehe ich euch. Ah. Ja, Applaus schon mal an die Technik. Also, wir sind... Nein, das war jetzt kein böser Hinweis. Ja, herzlich willkommen zum 22. Das Maß ist voll. Und wie ihr, zumindest die nicht zum ersten oder zweiten Mal da sind, Ali ist auch wieder da, ja, der Burger King habe ich auch, da ist unser Burger King, der Bürgermeister ist auch wieder da. Also Politprominenz, obwohl, naja, da kommt, das Thema möchte ich jetzt nicht, CDU und SPD. Also mein lieber Pianist Melvin, das Maß ist voll. So. Ja, und wie üblich, ne, die drei Strophen sind es ja oftmals. Ja, und heute, lasst euch überraschen. Willkommen, liebe Leute, zu 22 Mal. Wir sind wieder zusammen, das ist doch genial. Es gibt heute sogar Platz, das ist uns diesmal recht. Denn wäret Proppe voll, dann wäre uns heute schlecht. Alles läuft so, wie es soll. Ihr merkt, wie Wohnzimmer, ne? Also alles ist entspannt und cool. Cool, geht's dir auch gut? Ich bin ein bisschen durstig. Ah! wir sind so eingespielt. Wir machen das ja normalerweise immer nach unserem Song. Ne? Was trinkst du? Ja, ja. Ich wollte nicht, dass du das vergisst. Nee, finde ich gut. Laura, du bist ja gerade hier vorne. Ja. Pilzbier oder Stolperknaben? Magst du mir einen Weizen bringen, bitte? Okay, aber Danke. Weizen und ich habe ja hier ein eigenes Wasser und ich habe also ein eigenes aber Glas. Roland, ja, aber Roland, ich war ja letztes Mal krank. Ja, richtig. Und ich habe noch ein bisschen im Hals. Ja. Und würdest du mir die Ehre erweisen? Ja, okay. Nochmal also Stolperknaben. Nee. Gabi? Für uns. nicht für ihn. Also zwei Stolperknaben für Melvin. Okay, ich helfe dir. Ist böse, okay. Ich weiß, ist böse. Nein, es ist ein ganz tolles Hausgebäude. So, also, ich hoffe, ihr seid alle versorgt. Und nochmal, vielleicht hat es auch Melvin erwähnt, ihr dürft natürlich während des Talks selbstverständlich bestellen, wenn es geht, so irgendwie so nonverbal. Hallo Gabi, kann ich noch was haben? Damit natürlich die Talkgäste auch gehört werden. Ne? Ansonsten kommen wir wieder mit dem, was ist das? Es gibt ja der Schweigefuchs, ist aus. Es ist ja das in. Das ist in. Was soll das sein? Das Einhorn. Nee, das Einhorn. Das Einhorn. Das Einhorn ist, also machen wir nicht, Einhorn mein, ist so. Mein lieber. Das ist ein anderer. Ach so, das ist der, den du brauchst. Mein lieber Melvin, alles Gute für deinen Hals. Ja. Und Gott, der Hals. Das war nicht mit einem Zug. Das ist doppelt so schwierig. Also viermal im Jahr trinke ich das. Weil unsere Sponsoren das viermal im Jahr. Und das muss ich trinken, das steht im Vertrag. Ich weiß nicht, nochmal, bevor wir loslegen, wir haben ja, natürlich der Werbeblock. Also falls der ein oder andere Interesse hat, und da muss man auch mal wirklich sagen, das ist was ganz Fantastisches. Es gibt wirklich, auch kein Witz, es gibt wirklich eine Special Edition von diesen Schuhen mit diesen Ornamenten. Da steht einmal Dienstlaken drauf und es gibt wirklich interessante Orte aus Dienstlaken, die sind hier drauf gedruckt. Wir haben die Genehmigung der Stadt dafür bekommen. Und auf der anderen Seite, es stehen sogar wirklich die
Ja, was sagt man? Der Fanclub von Das Maß ist voll. Wie viele sind heute da? Ich weiß, ihr seid eigentlich drei. Es sind drei, ganz still, ne? So, ganz, ja. Ihr seid vier. Die Laura ist da auch noch da. Ihr seid vier. Ansonsten seid ihr, glaube ich, 11 oder 12 mittlerweile. Kann das sein? So, wir werden euch nachher nochmal vorstellen. Also euer Ornament ist sogar da drauf. Und Das Maß ist voll, die Promi-Talkshow, alles steht da drauf. Wer das wirklich käuflich erwerben möchte und dafür Werbung laufen möchte, also unter Druck im Pott oder einfach mich ansprechen. Oder auch ich freue mich, unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Und wie immer, musikalisch, es geht los. Fühlst du dich jetzt stimmlich gut und besser? Fantastisch. Fantastisch, okay. Okay, auf geht's. Heute haben wir einen Gast, sie hattet wirklich drauf. Unser Charlie Rote Rosen, da schlug sie mal auf. Theater, Action, Singen und Erotikstar. Wir heißen dich willkommen, liebe Saskia. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Mit Melvin Schulz, genannt Manningmann, unserem Pianist, heute wieder mit exakt gesundem Kehlkopf. Saskia, noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen hier in Dienstlaken. Wie war die Anreise? Deutsche Bahn, Stichwort. Ja, genau, Deutsche Bahn, Stichwort. Es war ein bisschen katastrophal. Ich dachte schon, ich müsste anrufen und sagen, es wird schwierig, aber... Oh, doch so ich, extrem. Ich bin heute aus Berlin gekommen und stieg in Spandau aus einer S-Bahn, die aber nicht auf das Gleis raufkam, weil da noch ein anderer Zug stand. Und als wir dann raufkamen, waren wir schon eine verschworene Gemeinschaft innerhalb dieser S-Bahn, die nämlich alle den Zug auf dem Gegengleis erreichen wollten, der nach Düsseldorf fuhr. Und dann waren wir alle in dem Zug drin, aber dann sagte uns jemand, der fährt nicht nach Düsseldorf. Obwohl angeschlagen stand, ja, dort. Und sondern der fährt nach Hamburg. Ja. Also alle wieder raus. Und dann standen da so zwei Deutsche Bahn-Mitarbeiterinnen. Die eine war eindeutig aus meiner Geburtsgegend. Rostock? Rostock, Ostsee. Und ich sage, wie ist denn das gemeint? Warum steht denn da jetzt bitte Düsseldorf dran, wenn das Ding nach Hamburg fährt? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, und kommt der denn noch? Ja, wenn wir Glück haben, kommt er noch. Dann steht das dran. Sächsisch kannst du auch, ne? Ja, ein bisschen kann ich schon, ja. Alpha Pitch. Die ja. Sprechen ja immer, ja. Die haben ja immer die... Ja, die Kehlkopf. Ja, das geht so hoch. Ja, also es ist wirklich so unerotisch, ja, die Sprache. Ja, die Zunge ist... Aber die haben in Sachsen wachsen die schönsten Mädchen. Ja. Sind wirklich, wirklich schöne Mädchen. Aber wenn sie dann den Mund aufmachen... Also bei einem Typen will ich mir das ja gar nicht vorstellen. Bei einem Mann will ich mir das ja gar nicht vorstellen. Okay, aber das ist hier wieder Klischee. Wir sind ja schon voll drin. Nicht? Wir sind da total voll. Aber ich finde das gut, wie man das so kennt. Ich bin ja immer gut präpariert, aber lass einfach laufen. Alles gut. Und das ist hier für mich oder wie? Nein. Kann ich meine Antworten ablesen? Nein, das ist natürlich für unseren nächsten Gast musikalisch. Guck mal, siehst du? Was? Siehst du? Ach du Schreck, haben wir eine Stecknadel? Nein, brauchen wir nicht. Nee, da kommen wir gleich zum Thema Erotikstar. Ich bin doch kein Erotikstar. Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, ich war nicht mehr jung. Aber ich brauchte das Geld trotzdem. 2001? 2001. Das ist das Schöne am Pianisten. Das macht die Show so interessant, nicht? Ja. Also der Pianist denkt mit. Ja. Das Schöne ist, es ist ja egal, wer der Gast ist. Ja. Es ist jetzt mein 20. Maß ist voll. Es gibt in jeder Show, bis jetzt gab es die Gelegenheit, einmal diesen Song zu spielen. Auch wenn wir nur Männer hatten. Ja. Aber es gab immer mindestens einmal die Chance. Wobei wir haben sehr viel, eigentlich mehr prominente Männer als prominente Frauen. Hier in unserem Talk. Warum mag das liegen? Haben die Angst, Sorge? Frauen? Ja, weiß ich nicht. Nein. Ich glaube, das ist jetzt voll der Trend der Zeit. Daran arbeite ich ja. Nein, die Frauen kommen jetzt einfach nach vorne. Die sind auf dem Weg. Ja, ich würde auch Macht sagen, euch drauf gefasst. Ja, me too. Yes. Okay, also ich glaube, Du schwitzt schon. Ja, aber nicht vor Angst, sondern vor Freude. Ich bin beruhigt. Können wir mal ein Foto machen? Nein, ich freue mich wirklich und herzig.
Saskia Valencia, mit Sicherheit würdest du das jetzt nicht selber sagen, aber ich lese das vor, bereite mich ja vor. Geburtstag, 21. Juli. Punkt. Geburtsort. Kannst du ruhig sagen. Nee, weiß ich auch, aber dazu komme ich ja. Geburtsort hast du ja schon gesagt, Rostock. Und jetzt kommt's. Spielalter steht wirklich auf ihrer Homepage. 47 bis 60 Jahre. Das jetzt sag steht mir mal, da jetzt? Ja, das steht da. Ist diese ungelogen. Ja. Jetzt frage ich mir, wie gehst. Wenn du sagst, ich belege auch 60, das geht ja never ever. Ich habe mich schon mal. Da sind 20 Jahre Unterschied zwischen. Es ist so, wie geht eine das? Frechheit. Nein, also als ich irgendwie so 45 war, stand dann da drauf, Spielalter 42 bis 50. Da habe ich dir angerufen, das ist Schauspielervideos oder so. Da ist das, glaube ich, nein, ne? Nein. Auf dieser Plattform. Also bei meiner Agentur steht das bestimmt nicht, sonst bin ich morgen da weg. Ich werde es nochmal. Also ich meine, ich sag ja, wie alt ich bin. Ich werde jetzt 55. Ja, du bist 55, ja? Ne? Aber, also, das ist doch mal ein Applaus wert, oder? Nee, aber das ist so eine Frechheit. Das ist eben auch ein Bild, was man so hat. Eine Frau, die, wie alt bin ich, 55 ist, die, okay, die sieht noch ein bisschen jünger aus, also kann sie spielen 47 bis 60. Ja, das steht, also wirklich ohne, wir können gleich nochmal nachgucken nach der Show. Frech. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Darum, schau mal, ich habe zwei Ausrufezeichen gemacht. So, Körpergröße, habe ich sie nochmal gerade oben gefragt. Ich sage, war das 1,73? Nein, 1,74, sagt sie. Gut, ich sage, alles ist wichtig, weil für mich auch, weil wenn ich jetzt angebe, bei mir steht auch immer 1,70. Aber ich schreibe immer nur bis mittags. Abends 1,69 oder so. Ja, man wird ja kleiner, ne? Also ich gebe den Schrumpfungsprozess nicht zu. Nee, weil der ist eigentlich, der gehört zur Allgemeinbildung. Müsste eigentlich jeder wissen, dass man dann abends auch kleiner ist. So, also Körpergröße 1,74, Haarfarbe blond, Konfektionsgröße 36. Also aufgenordet. Aufgenordet. Ach so, hier, so. Inzwischen heißt das so? Aufgenordet. Ah, okay. Ja, aber du bist von Hause aus eher der blonde Typ. Ich bin blond. Ja, genau. So, dann Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch. Russisch. Das, ja, kann man die über Russisch. Nasdrobje, mehr geht nicht. Also, Rabotti, das machen wir hier. Rabotac. Infinitiv. Rabotac, infinitiv. Nee, nicht. Ich habe so viele Fragen. Okay, müsst ihr morgen ins Büro oder? Nein, ich will das jetzt auch nicht. Also, ich meine, das ist ja auch ernst. Ich rede nicht mehr dazwischen. Stimmt, nein. Du kannst gesagt, mir auch treten unterm Tisch. Na, sie sagt, obwohl es ja offen hier, ne? Ja. Nee, die Kamera macht aber nur bis Brusthöhe. So. Also, du singst. Alter, kommen wir nachher auch nochmal zu. Du hast Gesangsausbildung gemacht. Nee, dann kommen wir nicht dazu, sondern wir jetzt. Gesangsausbildung bei einer Frau Sachs, ist das, muss man das wissen? Kennen die Frau Sachs? Ist die ja, das war also in der Szene bekannt? Nehme ich an. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie schon wirklich richtig älter. Alt. Ja, okay. 90 Jahre ist jetzt. Aber die war mal sehr bekannt. Das war aber nach so deiner Schauspielausbildung, ne? Nee, das habe ich parallel gemacht. Parallel ich wollte immer alles, ich wollte immer wissen, was kann ich denn vielleicht noch oder was kann ich eher nicht. Also Sport, Reiten. Reiten habe ich gelernt für Hoppla Hopp, Karl May. Sonst würde ich kein Reiten. Genau, machen. War das mit Götz Otto? Das war mit Götz Otto, genau. Oh, und dem noch mit jugoslawischen Kollegen. Genau, mit Gojko Mitic noch. Kommen wir so ein bisschen nochmal, was man nicht in Bild der Frau oder Bildzeitungen liest. Das heißt, also übrigens, in unseren Kreisen Frau im Eimer, Frau im Schritt, Frau im Koma. Okay. Ja, aber gut, jetzt mal ganz offen und ehrlich, man muss es auch irgendwie indirekt bedienen, damit man muss sich ja einfach auch vermarkten und das ist ja auch nicht verwerflich. Hängt natürlich immer davon ab, mit welcher Zeile oder Story man dann da auch wahrscheinlich oftmals verwurstet wird. Ist das oftmals so? Fragen die einen oder berichten die einfach generell? Nein, die rufen natürlich irgendwie immer an. Ganz schlimm sind solche Fließinterviews. Dann redest du irgendwie eine Stunde mit einer Frau und du denkst, oder mit einem Mann und du denkst, hey, richtig cool und die hört jetzt die Message hinter meinen Worten. Und ich erzähle dann auch immer richtig viel. Und dann kriegst du eine Woche später irgendwie so 8 Seiten Interview und musst das abnehmen und das ist nochmal eine 3-Stunden-Arbeit, weil du musst das alles durchgehen und du denkst, Scheiße, wieder nicht verstanden, was ich sagen wollte und streichst die Hälfte raus. Nee, ich bediene das schon ab und zu, aber so ganz gezielt. Ich habe zum Beispiel gerade eine Kreuzfahrt gemacht mit meinen Eltern, mit meinen alten Eltern. Privat? Das war eine Pressereise und das ist, das wurde dann von der Presse begleitet. Das hatte den schönen Effekt, dass diese Reise gesponsert war. Und es tat mir nicht weh, mich mit meinen alten Eltern zu zeigen. Das ist ein schöner Übergang, den du da setzt. Dein Papa ist Arzt gewesen und deine Mama Lehrerin? Ja. Ja.
Okay, und wie hast du... Du wunderst dich jetzt, was hier rausgekommen ist, oder wie? Nein. Vielleicht wirklich jetzt so. Nein, ich sollte immer Medizin studieren. Das wollte ich jetzt fragen. Ja, da wolltest du hin. Das ist das Typische, ne? Kannst du immer treten. Du willst doch jetzt, nicht Schauspiel oder... Nein, das habe ich ganz heimlich gemacht. Du hast ja ein Wollet... du warst in Potsdam? Oder wo war das? Ich war in Potsdam, ja. Nee, ich habe das ganz anders gemacht. Ich sollte Medizin studieren. War auch für mich völlig klar, dass ich Medizin studiere. Ich glaube, ich wäre auch eine ganz gute Ärztin geworden und hätte ich es doch manchmal vielleicht gemacht. Aber eine Rolle? Jetzt, ich gucke jetzt nicht alle. Wir können ja gleich nochmal die ganze... Ganz viele Rollen. Ganz viele Ärztin, Lehrerin, Rechtsanwältin, Staatsanwältin. Bei Charlie, ne? Ja. Da wollte ich so, wie kam das? Hast du dann Blut geleckt? Wie haben dann die Eltern reagiert? Du hast ja noch eine Schwester, eine jüngere? Die ist Lehrerin geworden. Die ist Lehrerin geworden. Wie meine Mutter, ja. Okay. Nee, ich habe irgendwie, ich war natürlich bei uns im Volkstheater Rostock, was ein sehr renommiertes Theater war ich in so einem Schauspielkurs drin, in so einer Schauspielgruppe, auch bei einem später sehr bekannten Kollegen und so. Und dann habe ich gedacht, das finde ich eigentlich toll. Und dann hat mein Cousin Produktionsleitung studiert an der HFF, Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Und habe ich gedacht, das finde ich ja auch cool. Also ich gehe jetzt mal zur Schauspielschule in Rostock. Das war ein Ableger von der Ernst Busch. Da haben sie mich aber abgelehnt? Abgelehnt, ja. In dem Jahrgang, als ich da war, das war 82, da hatte man im Osten, wenn man Künstler war dann oder sein wollte, dann hat man so ein bisschen gerochen und fettige Haare vielleicht und... Und ich sah, und du sahst natürlich nicht so aus. Ich sah nicht so aus, also sie haben mich auch abgelehnt, ich war wahrscheinlich auch nicht so gut. Wahrscheinlich eher modelmäßig, ne? Dass sie sagen, du ja, aber doch da gar nicht als Kreative das gab's da rein. Ja gar nicht im Osten. Also ich habe noch letztens Berichte gesehen, da war ja eine richtige Mode. Ja, aber da waren ja Models. Da habe ich nicht so dran gedacht. Okay. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich doch das, was mein Cousin macht, dann bewerbe ich mich doch einfach mal. Ja. Und da haben sie mich dann tatsächlich rausgesammelt aus 4000 Bewerbern, sind nachher 7 Leute geblieben, davon waren 2 Frauen und eine davon war ich. Und als es dann soweit war, habe ich das meinen Eltern gesagt und habe ihnen auch diesen ganzen Auswahlprozess da erklärt. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, okay, dann musst du ja irgendeine Begabung in der Richtung haben. Dann mach das dann mal. Das. Aber bis das dann gedauert hat, dass sie das auch anerkannt haben, dass sie festgestellt haben, man kann davon leben. Ja. Und das ist jetzt nicht ein akademischer Beruf, wie sie sich den für mich vorgestellt hatten. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Und dann, wenn ich jetzt überlege, du hast dann davor geheiratet und erst 89 kam ja dann die Wende. Du hast dann aber auch geschauspielt in der DDR noch zu den Zeiten. Oder warst du da noch nicht so weit? Nee, ich habe in der DDR, also ich wollte eigentlich Filmproduzentin werden. Ja, also eher hinter der Kamera. Naja, nachdem sie mich an der Schauspielschule nicht genommen haben, habe ich gedacht, aber was ich super kann, ich bin ein klardenkender, sehr organisierter Mensch. Also ich werde einfach Filmproduzentin. Ja. So, weil im Osten war die Ausbildung super, du hast alles gemacht. Du hast alle Schauspiel, alles gehabt. Und dann habe ich das studiert und habe dann meinen Mann kennengelernt. Das war ein Kolumbianer. Dann bin ich 87 mit großen Umwegen in den Westen gegangen. Das ist eine Geschichte, da musst du mich nochmal einladen. Echt, das ist füllend, nehme ich an. Ja. Weil außerdem verarbeite ich das gerade in einem Buch. Diese ganze. Dann möchtest du noch nicht so. Dann laden wir dich nochmal bei der Buchvorstellung. Aber das dauert ewig. Ja, damit man es spannend macht. Ja, aber trotzdem so für die Zuschauer hier. Du hast eigentlich das Gefühl, also du brauchst, so wie ich es verstanden habe, was ich recherchiert habe, der war Bauingenieur, Kolumbianer, richtig? Ja, damals studierte er. So und darum, und der hieß auch Valencia. Der hieß Valencia. Und dann hast du gesagt, der Name gefällt mir und der Typ auch. Oder war das der Grund, weil du hattest keine Reiserestriktion? War das der Grund? Nein. Da seht ihr manchmal nicht richtig durch hier im Westen. Aha. Es war überhaupt Reiserestriktion. Nein, man durfte gar nicht rüber. Auch wenn man einen kolumbianischen Mann hat? Also der aus Ich habe 1986, da ist meine Tochter geboren und dann habe ich, dann haben sie mich vom Studium suspendiert. Also ich habe einen Auflösungsvertrag gemacht. Oh. Die haben mich rausgeschmissen. Also es gab Ärger. Ja, es gab Ärger. Wir bilden keine Leute fürs kolumbianische Fernsehen aus, weil die Ausbildung kostete 70.000 Ostmark. Das war richtig viel Geld. Ja. Und bei 7 Studenten kannst du dir vorstellen, dass sie gesagt haben, nee, dann nehmen wir lieber jemand anderen. Und dann haben die mich also da entfernt und dann saß ich auf der Straße und dann habe ich im Kindergarten gearbeitet und im Käseladen gearbeitet und im Kulturhistorischen Museum in Rostock Führungen gemacht. Und dann habe ich meine Staatsbürgerschaft abgeben müssen. Dann war ich eine Staatenlose. Nein. Also diesen Fremdenpass habe ich auch immer noch. Ach.
Und das hat alles lange gedauert, ja. Natürlich auch so mit diversen... Und dann noch mit dem Kind. Mit also dem das, Kind. Ja, das war die Alexandra, oder das ja, ist die Alexandra. Also Alexandra, meine Tochter Alexandra, heute 33. Ja, heute mit 21 bist du Mama geworden, stimmt das? 21? Schlapp 22, so. Ja. Schlapp 22, ja. Heute 33, ich werde übrigens am 3. Juli Großmutter. Ui! Und auf jeden Fall hat sie, wir hatten beide keine Staatsbürgerschaft mehr, wir waren Staatenlose. Das heißt, du hast überhaupt kein Recht, irgendwie Geld zu verdienen. Du hast kein Recht auf medizinische Versorgung und so. Ich bin dann wieder bei meinen Eltern untergekrochen, habe dann noch anderthalb Jahre gewartet und bin dann, und das ist auch eine Riesengeschichte, die ist echt spannend, ja. Aber die kann ich jetzt nur anreißen. Andermal. Bin ich mit einem Ticket in der Unterhose, was mein Mann verdient hat, weil es mit Westmark bezahlt werden musste, nach Amsterdam geflogen, das Ticket ging aber eigentlich bis Kolumbien. Ich bin in Amsterdam ausgestiegen mit einem Kind, was 18 Monate war, was eine Verstopfung hatte, weil sie das merkte, dass das alles so passierte da. Und diese Verstopfung löste sich in Amsterdam. Ich, völlig kurzsichtig, bin von dem einen Schalter, kommend aus Berlin-Schönefeld nach Amsterdam, bin von dem einen Schalter zu dem Schalter gegangen, Berlin-Tegel, habe irgendwie geguckt, Berlin-Tegel, wenn man so sein Auge zieht, dann kann man als kurzsichtiger Mensch ganz gut sehen. Ja, auch so, ja. Und dann habe ich mich davor gesetzt, dann löste sich irgendwie 10 Minuten vor dem Boarding, löste sich die Verstopfung. Und also dann ein rektaler Druckausgleich quasi. Das ist aber gar nicht so lustig. Nee. Und dann sind wir jedenfalls abends, also wir sind morgens aus Schönefeld abgeflogen und sind abends in Tegel wieder angekommen. So, und dann war ich im Westen. Okay. Und dann ging die Laufbahn da weiter. Aber das, okay, das führt jetzt alles zu weit, aber hört sich schon sehr spannend an, heißt aber, um das Thema abzuschließen, das verarbeitest du jetzt in einem Buch, was dann bald erscheint? Ich probe das immer schon. Ich habe neulich gerade wieder so einen Abend gestaltet, also im Freundeskreis. Ich erzähle dann immer die lustigen Geschichten. Ich mache sie natürlich lustig. Ja. Weil eigentlich ist es so viel Dramatik, aber jede Komödie hat ja auch eine große Tragik und ich verarbeite es als Komödie, aber es ist eigentlich ganz traurig, wie das alles war. Aber es ist ja gut ausgegangen. Ich sitze ja heute hier in Dienstlaken. Ja, danke schön und wir freuen uns, dass du hier bist. So, und abschließend, das ist so ein bisschen jetzt schon so der erste Teil. Also man sieht ja schon die Zeit, die fliegt dahin. Wir haben ja auch noch fantastisch andere Gäste. Immer. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach nochmal, und ich mache das, ich rassel es jetzt runter, aber nur einfach mal, um zu zeigen, was Saskia Valencia, und zwar reden jetzt hier nur von Film, TV. Also 1993 bis 1996, gute Zeiten, schlechte Zeiten. 1997 bis 2009, Küstenwache, Liebling Kreuzberg, die Wache, Polizeiruf 110, Medikopter 117. Ist das eigentlich die Nummer, wenn man den Helikopter rufen muss? 117? Warum heißt das 117? 110 kennt man. Ist das so? Da nickt jemand? Wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt 117 anrufe, kommt der Helikopter. Das wird aber teuer. Der Medikopter. Der Medikopter, ja, stimmt. Die Sternbergs, Helikops, Tierarzt Dr. Engel, Klinik unter Palmen. Da möchte ich gerne nochmal die Drehorte mit dir besprechen, wenn wir noch Zeit haben. Rosemunde Pilcher. Ist das wirklich diese tollen Cornwell? Oh, so ist schön. Das, oh, herrlich. Auch ein eigenes da gibt's Buch wahrscheinlich. Da gibt es den schönsten Yogalehrer der Welt. Herrlich. Passt einfach auch öfter. Ja. Kommissar Rex, unser Charlie, werden wir auch nochmal drauf eingehen. Das Traumhotel, das Traumschiff, Hilfe, meine Tochter heiratet, der Bergdoktor. Übrigens, Marc Keller war auch schon mal bei uns. Ja? War dann auch Marc, weil Marc hat ja immer diesen Part des Hospitaldoktors. Ja. Nicht? Ist er immer noch der Kollege vom Bergdoktor, Marc Keller? Ja, ja. Ja, ja. Die Alpenklinik, in aller Freundschaft, Rote Rosen, 200 Folgen. Stimmt? Ungefähr? Rote Rosen. Ein Jahr. Ja. Ein Jahr. Und das sind dann 200, boah, das ist ja Wahnsinn. Also 11 Monate. Hm? Ist das anstrengend? Das ist anstrengend, aber ich habe das gemacht, weil ich auch nochmal wissen wollte, ich wollte nie wieder Serie machen, also so eine tägliche Serie. Ja. Weil ich habe ja gute Zeiten gemacht und dann habe ich gedacht, nee, das will ich nie mehr machen. Und ich wollte wissen, ob ich das noch kann, also auch körperlich, mental, dir die Texte so reinprügelst, weil du drehst am Tag und abends lernst du. Warum hast du ihm eben zugezwinkert? Er soll jetzt gut, mal ne? Zwischenmusik machen? Halt mal die Frau vom Reden ab. Nein, nein, nein. Das ist genau das Zeichen, weil wir reden jetzt gerade von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ach so, Ach, da gibt's auch eine Musik, ne? Jetzt überleg mal, wie war das? Sehr gute Zeiten, guck mal. Schlechte Zeiten. Oh. Hä? Wer hat
hat nachmittags nichts zu tun und guckt Fernsehen. Ist immer noch, ne? Ich weiß es, Entschuldigung. Ich, ich habe es auch nie geguckt, ja. Selbst als ich es gedreht habe. Ne? Also du merkst, er denkt mit, ne? Und das war jetzt. Aber du guckst ja auch, hast ja auch beobachtet. Das war eigentlich so ein bisschen der Übergang. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir haben natürlich auch was vorbereitet. Besser gesagt, der Fanclub, der kann sich jetzt mal präparieren. Und der kriegt jetzt auch ein Mikrofon in die Hand. Weil wir haben ja jetzt auch einen neuen Unterstützer, einen Sponsor, der unserem Das Maß ist voll Fanclub immer die Poloshirts spendiert. Ja, und jetzt darf ich noch mal ganz kurz den Fanclub Das Maß ist voll hier auf die Bühne bitten. Ja. So, und dann gebe ich einfach mal dir, mein lieber Ralle, das Mikrofon und dann, ja, den Rest macht ihr erstmal, ne? Bitte, ich bin raus. Hallo, liebe Saskia. Also, wir begrüßen dich erstmal recht herzlich mit einer kleinen Fraktion. Der Rest liegt noch auf Eis. Wir hatten eine Paddeltour, haben sie nicht ganz geschafft. Du bist unser erstes Ehrenmitglied von Das Maß ist voll. Wir freuen uns sehr, diese Shirt zu überreichen. Danke. Und einfach nur ein Shirt zu überreichen wäre langweilig. Und wir dachten zusammen, wir alle nehmen mal einen kleinen Stolperknaben. Gott sei Dank. Endlich mal. Saskia, das war nicht abgesprochen. Ja. Das war nicht abgesprochen. Also vielen Dank. Ich dachte schon, ich soll das jetzt anziehen. Nein, das kannst du in Backstage. Also jetzt auf der Bühne. Nee, musst du nicht. Musst du das nicht. Wäre langweilig Gottes sonst. Willen, um Gottes Willen. Es geht nur darum, wir wollen jetzt irgendwann mal Tradition wieder aufstellen und dann nehmen wir den Stolperknaben in unsere Reihe auf und hoffen, du hast eine gute Erinnerung an uns. Okay. Mit dem Stolperknaben. Also das ist genau abgesprochen, dass... Es ist genau abgesprochen, dass er jetzt auch kommt, damit man nachher keinen Blödsinn redet, oder? So ungefähr, genau, so ungefähr. Jetzt muss ich mal ein bisschen da reingrätschen, weil, was die wenigsten wissen, also der Fanclub, Das Maß ist voll, hat sich ja vor, weiß ich nicht, paar Monaten irgendwie etabliert, ist größer geworden, er hat gesagt, jetzt nur Männer, das waren erst Männer, das kann ja nicht sein, da sind wir wieder bei dem Thema, ja, die Frauen an die Front, nach vorne und auch stark werden. Und dann war Laura ist eingestiegen und die Heidi ist heute nicht da, so, und also auch gerne Frauen dürfen hier... Es ist einfach vor Spaß, es gibt keine Gebühr, außer natürlich beim Einstand den Stolperknaben trinken, nicht? So, aber ich habe auch, glaube ich, gesehen, das ist richtig mit Ehrenmitglied und so hinten drauf, ja? Sehr cool, also vielen das, Dank. Ne? Vielen so, Dank. Aber was die wenigsten wissen, und da möchte ich auch nochmal, dass ihr so 2, 3, 5 Sätze erzählt, ihr wart im Auftrag des ersten Das Maß ist voll Fanclub Dienstlagen 2018 auf dem Wasser. So, was habt ihr da gemacht? Ralle. Ja, also es war so, als die Ruderin aus Friedrichsfeld hier bei Das Maß ist voll zu Gast war, hatten die uns während der Sendung bzw. nachher auch der Mann angesprochen, ob wir Spaß hätten daran, einmal mitzumachen. Und wir haben uns angemeldet, wir haben trainiert, selbstverständlich. Wir hatten Trainingsstunden, wir haben alles mitgemacht und waren dann am Sonntag dann dort, haben den vorletzten Platz nur belegt, aber ich glaube, wir waren die spaßigste Truppe. Wir haben natürlich auch riesen Aufholjagden gestartet beim Staffelrennen, muss man wirklich sagen. Wer dabei gewesen ist oder war, der hat das gesehen, dass wir ein halbes Boot auf 250 Meter aufgeholt haben. War schon ein Riesending. Also jetzt haben wir natürlich Muskelkater und Reha-Zentrum angesagt. Und alles im Auftrag hier für Das Maß ist voll Fanclub. Alles im Auftrag von Das Maß ist voll. Also, das tolle, stimmt natürlich. Tolle Multiplikatoren. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns ganz recht herzlich. Ja, und das ist dann dein Giveaway für heute vielen Abend. Dank. Und der Stolperknabe. So, vielen Dank. Ja, und der kommt jetzt. Wann? Der kommt. Kommt der noch? Da bestehe ich drauf. Den wollen wir noch mal zelebrieren, oder? Man hört dich. Nee, aber die da hinten hören dich nicht. Den Schnaps, was sag mal? Den Schnaps schmeckt man da nicht so richtig. Nee, nicht raus, also, ja. Also aber ich habe schon gesehen, das ist so ein Kräuterding, ne? Ja, ja. Kräuterding habe ich eigentlich Manschetten. Ja, ich sag mal, ein Kräuter. Ja. Deutlich. Ja. Alle anderen so, sind mir egal. Nichts aus. Oh. So, man, ne? Also fühl dich... Also danke fürs... Fühl dich völlig frei, Saskia. So, zwei Mädchen-Stolperknaben, das ist okay. So, ja. Also ich... soll ich die passende Musik dazu machen? Ja, mach mal. Ich hab doch schon. Ja, das hat der Pianist Wohle. Die passende Musik dazu spielen. Ich weiß auch nicht.
den kannst du kippen, wie du möchtest, also zum Wohle. Und werden denn jetzt die Hostien gereicht? Nicht lang also, schnacken, Kopf in den Nacken. Genau, genau. Habt ihr irgendwie einen Spruch oder sowas? Ein Bauer stand vom Scheunentor und guckte durch die Ritze. Von hinten fiel die Sense um und haut ihm ab die Spitze. Ein Stummel bleibt zum Trost. Prost. Ja, Prost, ich hatte schon. Boah, das ist nicht gut. Okay, also noch einen großen Applaus. So, Amen, ja. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke, liebe Laura. Ich danke euch. Ja, das ist alles wortlos. Jetzt geht ich habe das hier ganz gut überlebt, ja, das Ding. Warte mal. So. Der Nachbörner kommt noch. Nee, das den, nee, hast den, du? Nö, ja, dann haben, ja, dann war, waren Frauen. Frauen nein, da war nur ein bisschen weniger. War nur ein bisschen weniger. Unser zweiter Gast hält sich bereit und den haben wir heute schon gehört. Naja, gut. Wie war das mit CO2? Okay. Wir fangen an und heißen ihn herzlich willkommen. Du bleibst natürlich gerne hier sitzen und bleibst unser Gast. Und wir werden dich musikalisch ankündigen. Irgendeine Gang hat ja jede Stadt. Die Kobras mit der Kreidler macht sie alle platt. Zwei kamen heut mit Porsche, das tat dem Captain weh. Fuhr an mit eigener Achse. Meister Perdigier. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Ben Perdige, wir kennen uns seit ewigen Zeiten. So, jetzt nehmen wir schön Platz. Damit die Höhe stimmt. So, 1-2, 1-2. Nimm ich Technik. Das. Genau, nimmst du das. So, so ja, schön. Soll ich dich jetzt auch mal fragen, wie war denn deine Anreise? Gut, super. Super. Keine Blätter auf den Schienen. Nö, war super. Ne? Also ich bin total sportlich gefahren und ich habe eine Spitzenzeit. Hier sind so 5 Kilometer und ich habe 20 Minuten gebraucht. Schön, du wohnst ja in der Rheinaue, ja, ganz genau. Toll auf dem Bauernhof und mit Frau und mit jungen Sohn. Ja, das ist so, ich sage dann immer so, ich tue voll viel für die Umwelt, um dann halt mit Mofa anzureisen mit ganz viel. Aber du kannst das ja auch, übrigens, der Porsche war ein Hybrid, stimmt, das ist ein grüner Porsche, ne? So mit Hybrid und sowas, ja? Also der tankt so Kleeblätter, nehme ich an, oder sowas, ja. Also, aber ich glaube, mit jeder Fahrt, die du mit dem Moped machst, übrigens holländisches Moped. Das ist ein holländisches Fabrikat, ja, genau, richtig. Eine Batavus. Batavus. Das gab es früher bei Quelle. Bei Quelle? Ja, ja. Früher war man da so voll der Minustyp, wenn man damit auf dem Schulhof vorgefahren ist. Ja, aber heute, ne? Heute, das hat doch prächtig. Ne? Also, ich muss auch immer so mit einem Auge gucke ich immer so, ob die da noch. Die fühlt sich immer gut, die hat Heu gekriegt. Hast du die denn die hat Heu gekriegt? Ja. Ein Cowboy bindet sein Pferd immer draußen an, weißt du? Ja, also, er hat ja auch den richtigen, wenn du mal kurz aufstehst, du hast ja die richtige Gürtelschnalle an. Ach so, ja, natürlich. Cobra, ja, ne? Ja, hier, also, da sind so Schlangen drauf, so. Ja, man macht ja immer dicke Hose, weißt du? Ja, ja, aber da müssen wir natürlich auch nochmal dazu kommen. Also ich freue mich erstmal, dass du da bist, weil wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Das ist wahr, und wir haben mehr oder weniger schon einige Projekte mal gemacht. Genau. Und als ich recherchiert habe, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das gesehen hat, er war ja auch mal, das ist ja eigentlich kein Comedian, das ist ja ein echter Typ gewesen, Enrico Amore, ne? Naja, wer kennt zufällig Enrico Amore? Ja, das ist nicht gut, die Klientel das hier, ne? Das ist sehr gut, dass das aber nein, ich habe gesagt, da musst du zu stehen, weil wer kennt Olaf Overbiss? Siehst du, haben wir alles richtig. Ja, ein bisschen mehr, aber jetzt kommt, aber deine Likes und deine Klicks auf YouTube waren um einiges mehr als die von Olaf Overbiss. Ich glaube, bis heute kann ich mir das nicht erklären. Völlig egal, wirklich. Wir sind heute hier als Ben Perdige und Roland Donner, freue mich auch. Dankeschön. Und trotzdem, aus dir ist ja echt der Hammer geworden, weil als ich mit dir Vorgespräche geführt habe, da hast du gesagt, Autorität geht gar nicht. Gymnasium war nicht dein Ding. Mm. Und dann war noch ein Spruch, gelebter Generationenkonflikt. Mm. Ja. Übrigens, du merkst. Ja, genau. Mm. Generation, jetzt muss ich mal Eigenwerbung machen. Jetzt hier, ihr habt vielleicht auf den Tischen gesehen, VUCA-Podcast. Ja, VUCA-Podcast. Die jetzt fragen, was ist denn Podcast? Das sind genau die Zielgruppe, die sich darüber informieren sollte. Das ist nämlich ein Generationentalk.
mit einem jungen Unternehmer, der 23 Jahre ist, und der Noel sitzt sogar hier, da freue ich mich sehr, mit 19 sich selbstständig gemacht, 23, unterhält sich in einem Podcast, also das ist ein Interview, was man dann auf den Plattformen wie iCloud, sage ich jetzt schon. Soundcloud und iPhone und alles Mögliche und dieser abrufen kann. Und der Alte sagt, 52 Jahre, Roland Donner, wir unterhalten uns über die Generationen, über die Generationen, die Problematik, über die Welt von morgen. Das nur mal jetzt zu dem Generationenkonflikt. Du warst immer so ein bisschen mit deinen Lehrern nicht so... Ich habe mir da ein bisschen schwer getan mit der Schule einfach. Echt? So. Ja, war damals schon so, dass ich halt auch Mofa gefahren bin, so, ne? Und dann hatte ich halt andere Dinge und zu tun. Du durftest nicht mit dem Mofa in die Schule fahren. Doch, das durfte ich schon, aber ich bin lieber Mofa gefahren, als zur Schule zu fahren. So, okay. Sag ich einfach mal so, ja. Um das so über den Daumen zu brechen. Okay, und dann hast du auch immer mal gesagt, also mit der 12 und dann Dankeschön und ich bin jetzt erstmal raus. Ja, es gab ein bisschen Probleme so einfach. Ja. Also ja. Das war irgendwie nicht kompatibel. Ja. Und ich habe mich nicht so gut verstanden mit meinen Lehrern, sage ich einfach mal. Aber man muss ja zu deiner Entlassung sagen, du warst ja jetzt kein Typ, der jetzt irgendwie Stress gemacht hat, der sich geprügelt hat, sondern du hast einfach keinen Bock gehabt. Nö, ich war nicht da, genau, richtig. Also, ich war nicht das da. Das ist wirklich so, ich habe so den leichten Weg genommen und habe mir einfach gedacht, ach, weißt du, ne, komm, gehst mal besser nicht hin. Genau, und der leichte Weg hieß für dich, meinst du, dann kam Kanada und dann hat sie gesagt, Kanada ist leichter als Deutschland? Du bist nach Kanada für einige Zeit gegangen. Ja, weil ich mir gedacht habe, so, die Welt ist ja groß, ne, da kann man ja auch mal gucken, so, wie sieht's denn aus? Aber nicht mit dem Moped. Nee, da muss man dann doch mit dem Flugzeug, ja. Mit dem anderen CO2-Schleuder-Ding rüberfliegen, genau. Und hab mir dann halt da so mir mal, hab mir so gedacht, komm, werd mal wachsen, ne? So, kann ja nicht ewig so weitergehen, also fährst jetzt mal los, siehst mal ein bisschen die Welt und guckst dir halt mal einer der schönsten Länder der Welt an, meines Erachtens. Und das habe ich dann auch getan. Genau. War das die Zeit, wo du schon Eishockey gespielt hast? Das kam natürlich hinzu. Also ich habe Eishockey gespielt hier in Dienstlaken, als damals noch der DEC war. DEC? Genau, richtig, wer kennt den noch? DEC hier? Jo. Genau. War das zweite Liga? War genau der Aufstieg zur zweiten Liga, was leider nicht stattgefunden hat, dummerweise. Weil da hätte ich eigentlich, vielleicht werden die Weichen dann alle ein bisschen anders gestellt, aber ich war halt so in dieser ersten Mannschaft, so ja. Und hätte theoretisch zweite Liga spielen können, aber leider nein, sind hätte, die dann doch nicht aufgestiegen. Leider, da sind wir wieder, ja. Ne? Und dann war halt Kanada, weil ich mir gedacht habe, Land des Eishockeys und voll schön, bin ich hingeflogen. Okay. Habe ich ein bisschen Zeit da verbracht. Und dann ein bisschen, aber du warst alleine da und hast einfach mal ausbaldowert. Nee, ich habe es ganz geschickt gemacht. So. Ich habe gesagt, Mensch, Papa, lass uns doch mal nach Kanada fliegen. Ach, du hast so. Den Papa mit ins Boot genommen? Ja, und dann hätte er erstmal das Portemonnaie aufgemacht und gesagt, klar, machen wir auf jeden Fall. Und dann war das aber so, dass wir nach zwei Tagen, also er ist dann auch mit seiner Eishockeymannschaft da gewesen, er hat auch Eishockey gespielt. Ah, jetzt kommt der. Und dann hat also, er halt Eishockeyurlaub gemacht und ich habe mir gedacht, ach nee, die Landschaft ist viel schöner. So. Cool. Dann war ich ja, der Name Perdige? Ist das ein sardischer Name? Du bist Sard, also dein Papa ist Sarde? Ja, richtig? Genau. Also ich bin zur Hälfte quasi so. Ne? Also ich habe auch beide Staatsangehörigkeiten so. Das ist ja auch ganz witzig eigentlich. Ja. Und so ein klassisches Ding, wie man das kennt aus dem Ruhrgebiet, 60er Jahre. Der Vater kommt rüber, hier Bergwerk arbeiten und der Sohn war in erster Generation. Exakt. Und dann die heiße Perle kennengelernt, die Mama und dann... Blond, zack. Blauäugig, Ute, vollkommen richtig. Ute. Zack, dann kommt der Benjamin. Ja. Ja, schön, dass der Benjamin heute bei uns ist. Ne? So war das damals. Aber Kanada war dann jetzt nur ein kleiner Ausflug. Du bist wieder zurück Richtung Walsum, da bist du geboren, Duisburg. Dann kam Ausbildung. War das deine Entscheidung oder eher so von außen, Junge, du musst was Anständiges lernen und nicht Eishockeyspieler in Kanada werden? Eher Letzteres, genauso wie gesagt hast. Also Junge, du musst was lernen, weil kam das von der Mama oder vom sardischen Papa? Natürlich vom Vater. So. Ehrlich? Ja, sicher. Ach, also war halt so wobei man darf ja niemals Italiener mit Sardinien vergleichen. Oh ja, ja genau, richtig, exakt. Das ist fast wie Köln und Düsseldorf. Ja, richtig. Gibt das auch bei euch, Rostock, Leipzig oder so, die sich da drehen? Ja, da liegen ja Welten dazwischen. Ja. Alleine schon in der Sprache liegen da Welten. Ja, stimmt. Hört sich auch ein bisschen französisch an, ne? Ja, also normalerweise wird das auch anders ausgesprochen, so mit so einem K-Laut, weil da sind ja alle gewesen, sämtliche Kulturen, das ist so eine Insel, da sind sie alle mal gewesen, haben ein bisschen Genetik dagelassen und sind wieder weitergezogen. Und, die Dienstlagner waren schon mal da, habe ich gehört. Ja, also bei den Mauren damals. Ja, auch. Oder? Ja. Der Bürgermeister? Geraucht haben sie auch, ja. Jetzt kommt die Historie. Nein, aber zurück, genau, dann ging es wieder nach Duisburg Ausbildung gemacht als Gärtner, Landschaftsgärtner? Genau, bei der Stadt Duisburg, weil der Vater gesagt hat, pass mal auf, du musst arbeiten, Junge, ne? Du kannst ja nicht rumhängen, so funktioniert so nicht, klappt nicht, weil ich habe auch elterlicher Haushalt gewohnt und so, ne? Ja. Und dann war es halt so, ne, du musst schon schaffen. So, und dann habe ich zwei Bewerbungen wirklich geschrieben, so, eine an die Stadt Wesel, eine an die Stadt Duisburg und ich habe mir gedacht, Büro ist nichts für mich und Natur ist voll schön, also habe ich mir gedacht, komm, Gärtner.
So, und dann habe ich zwei Bewerbungen geschrieben. Eine davon ist leider angenommen worden. Und dann war ich hoppla hopp Gärtner. Ja, aber da hast du eine Grundlage. Da nein, das war super. Ich immer wieder so zurück. Ne? Im Nachhinein war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, das ist der beste Job, den ich eigentlich hätte machen können. Du warst draußen und nicht im Büro, das war schon genau. Mal gut, oder? Ja, und ich bin dann Gärtner für Blumen und Zierpflanzen geworden, habe gemerkt, dass Arbeit besser ist als Schule für mich und ja. Lehrzeitverkürzung mit zwei abgeschlossenen Vollpremium und so. Aber Ausbildung, Geselle, halbes Jahr auch gemacht, also ja, alles genau. Top abgeschlossen. Genau, also genau. Ist ja nicht so, dass du jetzt da jetzt irgendwie völlig abgelost bist, nö. Sondern du hast einfach... Nö. Deine Prioritäten anders gesetzt, als man das vielleicht bei Mama und Papa gedacht hätte. Ja, und dann war der Vater auch glücklich so. Er hat gesagt, ja, aus dem wird ja doch noch was. Und, ja, ja. Ne? Noel, ich weiß ja nicht, wie war das bei dir? Aus wie wird das noch mit 19 Jahren? Kommen wir vielleicht noch mal später, aber bist ja heute unser Gast. Ich würde dich natürlich hier liebend auf die... das ist eigentlich ein ganz anderes Thema noch mal. Der Typ ist sowas von krass, vielleicht werdet ihr in den Aftershow noch mal sprechen können. Wirklich. Aber jeder geht seinen Weg und in jungen Jahren ganz wichtig, sich zu orientieren. Aber dann war Duisburg auch wieder nur so ein kurzer Halt. Denn Duisburg, dann ging es in den Süden, also von Deutschland. Ich bin so ein bisschen München. Rastlos. Da lebst du ja auch teilweise, richtig. Ja, aber du gingst nach München, um dann da bei in Bogenhausen die bei den Reichen die Pflanzen zu stutzen? Nein. Ja, also nö, ich habe dann natürlich den Gesellenbrief im Sack gehabt und habe mir gedacht, pass auf, du musst deinen Zivildienst noch machen. So, ne? Muss man ja so, also es war ja seinerzeit so, dass man es machen musste. Also hier mit Peng Peng war nichts, das war, oder? Autoritäten, dies, das und so. Ne? Ah, so, das war ja gar nicht dein Ding. Hat nicht so geklappt. Okay. Habe ich mir gedacht, komm, machst du lieber die Hippie-Variante, gehst du da... Aber die war doch länger, ne? Da muss man ein paar Monate länger. Ja, die war auch schöner. So. Die war gut. Also ich war Otto der Busfahrer in einem Kindergarten und habe die Kinder abgeholt und wieder zurückgebracht, zum Schwimmen gefahren, Essen gemacht. Und da hast du dich auch wohlgefühlt. Und in, München bist du relativ lange geblieben, 5 Jahre. Ja, erst wollte ich ein Jahr bleiben, nur für den Zivildienst, aber dann war dann doch schön so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nö, hier bleibst du noch ein bisschen länger. Habe noch ein bisschen überlegt so und dann habe ich gedacht, ah, dann hatte ich auch Freunde und so. Und dann hatte ich noch einen Zweitjob, also faul bin ich ja nicht. Ich habe dann im Kino gearbeitet. Kino, parallel. Jetzt kommen wir nämlich, zu deinen kreativen Art. Heißt das, du warst Filmvorführer oder hast du dich einfach nur für Film interessiert? Nö, ich habe auch so Vorführer, habe ich auch so ein bisschen reingeschnuppert, war aber nichts für mich. Ich fand mich an der Kasse wirklich irgendwie, habe ich mich mehr gesehen so. Ach. Ja, Kasse ist super. Kasse, du hast das Geld reinkommen sehen. Das war schon nein, das ist so, da fing das schon Leute. An. Das ist ja so, die Leute, aber nur die Mittel sind zum Zweck. Die sind ja gut drauf, wenn die ins Kino kommen, ne? Ja. Das ist ja wirklich so, die kommen da hin und sagen, boah, jetzt gucken wir einen spitzen Film an, so, ne? Und dann sind die immer nett und dann sagen die, ja, viel Spaß, Popcorn und... Okay, also Kinobesucher sind immer entspannt, ja, ne? Schon. Also nicht so gestresst, ne? Ne, die nehmen sich ja Zeit. Die nehmen sich stimmt. Ja wirklich Zeit. Ja, fällt mir auch. Ich habe noch nie jemanden an der Kasse gesehen, so, Kevin, Pascal, jetzt komm jetzt hier, 17 Karten jetzt hier, komm, was wollt ihr haben, Popcorn? Und nein, wir gucken Nemo. Ne? Nee, die sind alle entspannt und sowas, ne? Und das war jetzt kein... Das war schon ein spezielles Kino, ne? Arthouse-Kino in München. Ja, das war dann kennst du das? Nee, ich wollte gerade fragen, wo warst du denn? Weil Matheser oder so ist natürlich doof, aber diese ganzen... München hat ganz viele schöne kleine Kinos, also so richtig so aus dieser 70er-Zeit. Ja, richtig mit so Sessel und richtig Samt geil. Und Reinsitzen. Und ganz klein und, ne? Klein. Und so Türkenstraße und sonst wo, da wo die alle sind. Und das ist total schön. Und das Kino Arthouse, wo du gearbeitet hast, da habe ich gegoogelt letztens, 2014 haben die noch einen Preis bekommen in München. Ja, freut mich, dass die noch gibt. Also die sind nicht gegen die großen Kinopaläste untergegangen, aber ich glaube, man muss auch da was bieten, ne? Also ziemlich Independent-Filme wahrscheinlich. Ja, es war so schon ein Randgruppenkino halt so, ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber war sehr gut, also hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch wieder Leute kennengelernt, dann bin ich noch länger geblieben und dann hatte ich noch ganz viele andere Jobs, Barkeeper und habe natürlich auch noch Gärten gemacht und bin und irgendwie München klargekommen, sagen wir mal so. Ist ja ein teures Pflaster. Und ich glaube, deine Frau hast du kennengelernt in München? Ja. Obwohl, die kommt ja gar nicht aus München, oder? Nee, das passt natürlich perfekt in die ganze Geschichte. Meine Frau kam eigentlich aus Dresden, hat auch in München gearbeitet und ich war zu der Zeit Barkeeper in einer Hotelbar und sie saß vor mir und ich wusste, alles klar, sie ist es. Und dann habe ich natürlich voll dicke Hose so und gesagt, was willst du denn trinken? Ne? Das Übliche so. Und ich habe dann halt einen Wodka O bestellt und ich habe gesagt, so, hier, das ist der teuerste Wodka, den wir haben. Frisch ausgepresster Orangensaft. Und dann hat sie gesagt, ja, du bist total uninteressant, Junge. Und ich musste wochenlang graben. Nein. Wochenlang. Nein. Wochenlang. Diana. Hat aber geklappt. Ja, Wahnsinn, nicht? Ja. Und jetzt sogar geklappt, du hast einen kleinen Sohn oder ihr habt einen kleinen Sohn? Ja, das ist die Frucht unserer Lenden, ja. Die Frucht eurer Lenden. Applaus, würde ich mal sagen, nicht? Applaus. Und...
Da ist er. Ich wollte den einmal haben. Dankeschön. Dankeschön. Das bietet sich einfach immer wieder an. Ich möchte auch nochmal, also das hat er sich verdient. Melvin Schulz-Menningmann. Wirklich. Immer wieder mit anderen Versionen des gleichen Liedes on stage. Ja, der Mann hat Gefühl, Emotion. Timing. Aber ich muss, kennt ihr diese Werbung, wo du auch sagst, du hast jetzt richtig auf den Tutti gehauen. Jetzt diese Werbung läuft auch im Fernsehen, da kommt sie zu ihm auf so einer tollen Party, sagt sie zu ihm, ich habe gehört, du arbeitest an der Börse. Und er so, ja. Und dann kommt so ein kleiner Teil, da wischt er die Fenster an so einer großen Frankfurter Business Building. Ja, lassen Sie sich nicht vom Falschen beraten. Also, das war... Ich fand die Werbung gut, ja? Also, das hast du gut hingekriegt. Ja, und euer Sohn, der heißt Oskar und hat noch einen Zweitnamen. Ja, der heißt Oskar Herkules Perdiger mit Zweitnamen. Herkules. Jetzt fragt jetzt bitte nicht, wo kommt der zweite Name her? Herkules? Doch, ich mache die Geschichte kurz. Also, bitte. Es war so. Als wir dann so zusammen waren und natürlich voll verliebt und so, ne, und dann scherzt man so ein bisschen, ja, wenn wir mal Kinder kriegen, haben wir beide gelacht. Aber dann, wenn wir Kinder kriegen, dann machen wir es so, wenn es eine Tochter wird, dann darfst du den Namen bestimmen, wenn es ein Junge wird, dann darf ich den Namen bestimmen. So. Und dann ist das halt passiert, dass wir tatsächlich wirklich Nachwuchs bekommen haben und dann habe ich gesagt, ich lasse altes Gerecht gelten und möchte bitte den Namen bestimmen und habe gesagt, der Sohn wird Samson Herkules heißen. Es kam nicht so gut an. Aber du hast gesagt, alles klar, pass auf, wir haben so ein Arrangement getroffen, passt schon, Herkules ist okay, wegen der Mofa halt. Ja, also ja, nicht wegen der Halbgottheit, sondern wegen dem Mofa. Und dann war das so, hat die gesagt, alles klar, komm, geht, aber Oskar bitte als erster Name, kommen wir beide mit klar, Herkules später nur im Ausweis. So, ne? Also jetzt aber Folgendes, der kleine Mann kommt auf die Welt, ich gehe am nächsten Tag halt Wesel, da Einwohnermeldeamt und sage, gute Frau, ich möchte ganz gerne meinen Sohn anmelden, der Sohn heißt Oskar Herkules Perdige. Da sagt die, nee, mach ich nicht. Da kommen sie nochmal wieder mit ihrer Frau und die muss das hier bestätigen. Ach. Ja, ist wirklich so, ist kein Witz. Und da musste ich halt... Also, hat man dir das nicht abgenommen? Hat man mir nicht. Sie hat auch gedacht, das ist so ein besoffener Typ der gerade hier Baby pinkelt, weißt du, und du heißt Herkules, komm. Also, da muss ich sagen, bei Herkules hätte ich jetzt nicht gezuckt. Ich meine, ich bin ja nicht in dem Job tätig. Hättest du jetzt gesagt, Oskar Flori Dreigang, dann hätte ich jetzt schon eher überlegt. Es ist auch so, also ich kenne bisher keinen zweiten Herkules, muss ich ganz ehrlich sagen. So, von daher, ist er auch ein Gartenarbeitstyp oder eher ist ganz schön groß. Zeitungsverleger? Ja, wäre ja voll Panne, wenn er so ein kleiner Hämpfling wäre, aber der ist wirklich groß und stattlich. So. Da habe ich auch nochmal so Schweißperlen von der Stirn, sage ich dir. Nee, ist gut gelaufen. Ich finde, das ist ein schöner erster Teil mit Ben Perdige, gut gelaufen. Oskar Herkules. Vorsicht, Oskar Herkules, Ben Perdige. Danke, dass du hier bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. So, und ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben ja so viel vorbereitet und so... Bist du noch getränketechnisch versorgt? Möchtest du jetzt mal so ein Gemisch haben? Also ich meine jetzt nicht so einen... Ich warte gerade auf die Spätfolgen und ich glaube, ich merke sie langsam. Ah, okay. Aber du kannst auch was zu eine Weinschorle, vielleicht eine kleine helle Weinschorle. Also so, was ist das? Gabi, ist das Grauburgunder? Was du jetzt dann würde ich so ein Grauburgunder. Ja, oder in Russisch, kannst du so in Russisch? Nee, was würde denn in Russisch, wie würde man das bestellen? Grauburgunder? Ich hätte gerne ein Glas Wein in Russisch. Nee, Wein, das gab's klar. Es gibt nur Wodka wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Es gibt einen schönen Satz, wir treffen uns unterm Tisch wieder. Gibt es da nicht dieses russische Sprichwort? Ich habe sogar ein russisches Abitur, aber das weiß ich nicht. Ich hatte mal irgendwie, wir treffen uns unterm Tisch wieder als Trinkspruch. Ja, das ist auch ein guter Spruch. Ja, machen wir aber jetzt heute hier nicht so. Aber auch ein schöner Übergang, und zwar zu deiner holländischen Marke, mit der du heute angekommen bist. Ja, wie hieß die nochmal? Brabus? Nee. Batavus. Brabus war was anderes, ja. So, und... das ist noch nicht angesprochen worden, aber du hast ja auch Werbung gemacht. Stichwort Frau Antje. Mhm. Ja? Als ich gerade aus dem Osten kam, ja. da habe ich dann so ein bisschen gemodelt. Und da war dann so ein Typ, mit dem habe ich ein Foto gemacht für die SPD. Damals konnte man das nochmal. Herr Heininger, und SPD, das ist unser Bürgermeister. Ja? Die sind jetzt so granatenschlettig abgerutscht, möchte ich nur mal so am Rande bewegen. Entschuldigung. Und der hat sich dann beworben mit dem Foto bei einer Schauspielagentur und die Frau, das war eine sehr renommierte Schauspielagentur in Berlin. Und die hat dann gesagt, ist ja schön und so, aber wer ist denn das Mädchen? Ja. Und dann suchten die nämlich gerade eine Frau Antje. Und dann war ich Frau Antje aus Holland für 3 Jahre. Für 3 Jahre? Frau Antje aus Holland. Und ich habe es gegoogelt, aber
die holländische Sprache hat jemand anders gesprochen? Nein, oder das wurde synchronisiert. Weil ich habe deine Sprache aber nicht du, erkannt. Aber du, mach mal mit 23, ja. Schneide mal da in dieser Geschwindigkeit irgendwelches Gemüse da. Ich habe mich, dieser Regisseur hat mich so beschimpft, na, kannst du doch nicht mit 23, da ja, konnte ich ja noch nicht mal Kartoffeln schälen. Ja, aber und dieses Gemüse war dann das jetzt Teil des Käses, aber okay, das gehörte das zu der Story. Das war dann so, ne? Gemüsepfanne, ja. Mit holländischer, ja. Käse drüber. Ja. Aber das Tolle war eigentlich diese komische Frisur, die man da kriegte. Ich hatte ganz lange Haare bis zum Häubchen. Nee, viel schlimmer. Ich hatte lange Haare bis zum Hintern, Naturhaare. Ja. Ja. Die wurden geschneckelt, so ganz klein aufgedreht, ja. Und mit irgendwie. Dann kam darüber so ein komisches Netz, was man eben auch beim Theater kriegt, wenn man eine Perücke aufkriegt. Dann kam darüber die Zopfperücke, also diese fetten Zöpfe, die immer hatte. Und dann kam darüber noch mal eine Perücke für diesen Gigantopony. Das war alles nicht echt. Meine Haare waren überhaupt nicht drin. Und also, es war so heiß. Gut, du möchtest jetzt nicht, dass ich den Zuschauern sage, ihr könnt das nochmal alles und YouTube googeln. Das ist kann man peinlich. Gucken. Ja, gut. Wieso? Nee, ist nicht peinlich. Nee, dann ist gut. Nicht also, peinlich. Frau Antje, wann war das? Vor wie vielen Jahren? 1988, glaube ich. Und hier heute live in Dienstlagen. Applaus. Und jetzt kommt der Bogen zur. Ja, ich weiß. Das war nämlich mein Wunsch. Wir hatten ja schon mal hier Harry Weinfort. Harry Weinfort aus Holland, aus den Niederlanden. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir das Lied Holland ist die geilste Stadt der Welt. Und dadurch, dass ich den geilsten Pianisten der Welt habe, habe ich mir heute Abend gewünscht, und ich weiß, es missfällt ihm eigentlich, weil er das nicht so gerne mag, aber ich finde, der Übergang, ne, mit deiner holländischen Marke, mit Frau Antje, hau doch nochmal den Rap raus von Holland ist die geilste Stadt der Welt. Ich möchte vorher anmerken, an dieser Stelle, ja, ich bin vieles. Jung, brutal, gut aussehen, natürlich. Aber halt auch Pianist, ich singe. Aber es gibt so Dinge, die mache ich halt einfach nicht oft und auch nicht sonderlich gut. Und auf dieser Liste stehen so Dinge wie Kochen und Tanzen und auch Rappen. Ja? Das heißt, wenn jemand von Ihnen dieses Lied kennt und sich berufen fühlt, mitzurappen, bitte, 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 Hilfe. So, ich kann natürlich nicht umhin, ich mache es natürlich ein bisschen jazzig, weil so, und, man kommt und daher, immer, ne? Und nimm dir Zeit. Melvin Schulz-Menningmann mit Holland ist die geilste Stadt der Welt. Wenn Ihnen zwischendurch einfällt, dass Sie jetzt ganz dringend applaudieren müssen, auch das bitte. In der City, wo man mich mittlerweile kennt, lecker Bitterwein mit Senf dazu, eine Fritte mit Getränk, bisschen Kiffen, selbstverständlich. Alle schieben Optik, keiner ist auf Agro, alle schieben Optik. Holland ist der Boss, ich finde Windmühlen cool. Jedes Mal am Strand muss ich erst Schwimmflügel suchen, auf dem Zeltplatz später für einen Fünfer geduscht. 2 bis 3 Stündchen sind gründlich genug, keine Düne, ein Problem mit vernünftigen Schuhen. Alles klingt hier lustig, Schlümpfe sind Smurfs, Fahrräder fietzen, Bier nennt man Bier, jeden Sommer am Strand. Holland vakante, Grillen und Angeln, die Frikandeln im Supermarkt, danach dann Pilze sammeln, im Fachhandel nebenan, denn die haben die beste Auswahl des Landes. Lecker Strand und lecker Maische, lecker vakante, lecker Schokomel und Fladen, wir sind high. Lecker Neuken ab der Wallis und der Tippe Talen, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Ich muss jetzt kurz einmal Luft holen. Moment! Jetzt geht's ja erst los. Als wir im Sommer in Holland mal mit einem Roller auf der Bahn vor geknallt, ein paar Dollars auf dem Bollerwagen waren, war da voller als sonst, weil ich schon mal Holland fahr. Besonders wenn ich fahr mit meiner Oma unterm. Ich muss aber mal was sagen, für ein Königreich ist Holland wirklich keine große Stadt. So nah am Wasser kommt eine Welle, sind die meisten erstmal nass. So lange hart zu dem Land, ich kauf mir eine Dose und bezahl keinen Pfand. Holland ist voll geil, die haben hier Fleischkroketten, die von innen zu außen wie bereits gegessen lecker. Du hast dir eine Cola von Mc's auf deine Hose gekleckert, denn lieber Schoko, mehr Shepard, doch zu den Dope einfach besser. Yuppie-Soße finde ich lecker, sag immer ein, was dir geht. Jeder Smile ist breit auf dem Bike unterwegs, hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich einiges mal leben. Lecker Strand und lecker Mais, wir leben Bacante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high. Lecker Neuken auf der Wallis und der Tippe Talen. Holland ist die ganze Stadt der Welt. Yo, wieder mal mit der Crew durch die Niederlande gecruised, und dass die Niederlande hier sagen, hat nichts mit Niederlage zu tun.
außer die spielen Ball mit dem Fuß. Aber die sind schon in der Kabine high, also verlieren können die gut. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Lecker Strand und lecker Maisi, lecker Vacante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high. Lecker Nulken auf der Wallen, sondern zu bezahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Dankeschön. Melvin. Hör mal, das ist... Das ist mit Stolperknaben noch schwieriger als ohne. Melvin, ich verspreche dir, du brauchst dieses Jahr den Song nicht mehr spielen. Ja. Also, es sei denn, wenn... 2020 dann wieder. Mein Satz steht. Ja, 2020 ist nächstes Jahr. Ja, ich hoffe natürlich, erst nochmal, vielen herzlichen Dank, lieber Melvin. Super. Dankeschön. Ja, wir lassen dir jetzt natürlich ein bisschen Ruhe und brauchst jetzt nicht singen. Aber trotzdem natürlich heißen wir unseren dritten Gast herzlich willkommen, wie immer musikalisch. Und bist du bereit? Immer. Thank you well. Ach, ich bleibe. Dort sind's. Es kommt nun ein Talent, der bringt uns gleich in Fahrt. Er ist ein Schauspieler, ein Junger seiner Art. Gedreht im Münster-Tatort, das ist schon abgefahren. Spielt er den kleinen Börne, willkommen Vincent Hahn. Alles läuft so wie es soll, das Maß ist voll. Und Vincent! Woo. Vincent! Ja. Tonprobe? 1, 2, 3, Test. Funktioniert. Leseprobe? Hallo? Leseprobe, Größe 1,68, stimmt? Vielleicht ein bisschen größer, aber... Ah, okay, dann musst du das korrigieren auf deiner Setkarte. Also, Statur steht da durchschnittlich. Was heißt denn das? Mal gucken. Keine Ahnung. Ethnische Erscheinung, also was da alles so steht, ethnische Erscheinung, das habe ich noch nie gelesen. Ist das so, ist das üblich irgendwie, ethnische Erscheinung? Naja, ja, also man muss schon wissen, ist es ein Mitteleuropäer? Ja, aber ja, ich also bei Ben siehst du jetzt auch nicht, irgendwie würde es jetzt auch nicht unbedingt sagen Südeuropäer. Nein. Also ja. Das ist ethnische ja. Erscheinung. Gut, Haarlänge, Mittel, Augenfarbe, hellblau. By the way, ich muss nochmal, du hast so blaue Augen. Echt? Echte, ne? Oder? Ja. Aber schaut die sie vom euch, Nachbarn. Schaut kann man sie die euch, ändern? Nein, aber das ist mir, also nee. Ich habe dich an dem Abend ja in Entschuldigung Vincent, das muss, der Übergang muss sein, ich habe dich an dem Abend in Duisburg ja gesehen, wir haben ja gesprochen, aber jetzt vielleicht auch durch die Scheinwerfer, so extrem blau, darum denke ich ja, das sind die echten, darum frage ich so blöd. Ja, ja, ja. Also gleich, wenn dann noch Fotos... Haben, bitte? Ja, jetzt habe ich gedacht, mal so viel Schleimerei, da muss doch jetzt kommen, was für ein Lied? Dankeschön. Blue Eyes. Danke. Oh, Blue Eyes, genau. Blue Eyes? Blue Eyes. Da. Baby's called Blue Eyes. Oh. Übrigens, er macht auch demnächst eine, nee, du bist schon dabei, du machst eine Gesangsausbildung, ne? Ist das, ich bin, zwei ja, Sätze und dann müssen wir zu Vincent drüber. Tatsächlich, ja? ich habe ja Lehramt studiert eigentlich, also Musik und Geschichte auf Lehramt, habe dann im Studium gemerkt, Lehrer, nee, und hab dann nach dem Studium quasi gesagt, probierst es trotzdem mal und hab jetzt ein halbes Jahr als Lehrer gearbeitet und ich bleibe dabei. Nee. Und habe mich dann zum Leidwesen meiner Eltern natürlich, ja, weil auch die wollten, Junge, mach was Vernünftiges und so. Und dann habe ich gedacht, nee, meine ich werde Künstler und ja. Studiere jetzt tatsächlich Gesang an der Musikhochschule in Münster. Wow, Applaus, ob trotz... dass seine Eltern heute anwesend sind und dieses Statement gehört haben. Ja. Beiden und allen drei einen großen Applaus. Lieber Vincent, bist du eher der Darsteller oder singen? Ist das auch dein Ding? Also ich war 10 Jahre im Chor, einmal in Neuss ein paar Jahre lang und auch in Dienstlaken hier 6 Jahre. Ja.
Und da bin ich aber letztes Jahr rausgegangen, weil mit dem Alter verändert sich ja dann auch die Stimme etwas und dann ist das nicht mehr so leicht, bei allen da mitzusingen. Und stimmt das, seit dem vierten Lebensjahr bist du im Chor? Oder? Ja, ungefähr. So also Ambitionen sind, also, und das macht ja auch Spaß noch heute, oder sagst du dir jetzt so mit dem Wechsel der Stimme eher, naja? Also aktuell ist auf jeden Fall mehr Schauspiel als mehr Singen. Schauspiel, ganz genau. Ja. So, und da sind wir auch schon beim Thema Schauspiel. Deine Mama ist Lehrerin. Ja. Und dein Papa ist ja Theologe und auch irgendwo Lehrer, ist das auch richtig? Leitet das kulturelle Zentrum Kloster Kamp. In Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort. So, und du bist Achtklässler im OHG. Auf dem Otto-Hahn-Gymnasium. Okay, also Glück gehabt, nicht bei der Mama am THG. Nee, wo ist die Mama? Das war auch eine bewusste Entscheidung, aufs OHG zu gehen. Wobei, ich meine, wenn das so gewesen wäre, dann, dann wäre das so halt, ne? Dann wäre ich wahrscheinlich ausgewandert. Ehrlich? Da gibt es ja auch Sendungen für, Kanada, ne? Ist schön. Goodbye, Germany. Kanada ist schön. München kann man an. Hamburg, du lebst auch gerne in beiden Städten, glaube ich. Aber nein, Spaß beiseite. Mama, Papa haben das schon gefördert und haben auch gemerkt, obwohl die Mama mir gesagt hat, am Anfang, als du noch ganz, ganz jung warst, da warst du eher der Stillere, da warst du ja gar nicht, ne? Ja, würde ich schon so sagen. Würdest du schon so sagen, ne? Und das ist aber alles, hat sich so entwickelt. Deine Eltern haben das gemerkt oder kam das jetzt von dir? Oder also ich würde sagen, das kam mehr von mir. Also mein Vater war eine Zeit lang kurz am Theater in seiner Studentenzeit. Mit Shakespeare was zu tun gehabt, der Papa da? Eine kleine Rolle hat er da gespielt. Und das hast du schon gemerkt? Und davon hat er mir halt immer Geschichten erzählt. Aber so richtig kam das dann irgendwann, ich glaube 2014, vor 4 Jahren ungefähr, kam eine Neuverfilmung von Baron Münchhausen mit Jan-Josef Liefers. Und ach, da hat schon der Jan-Josef Liefers mitgespielt. Ja, und ich fand das super klasse und das kam dreiteilig auf Kika. Und ich dachte mir schon immer so, ach, das ist irgendwie spannend. Und ich wollte immer so ein bisschen mehr wissen. Und dann kam dann nach der letzten Episode ein Making-of. Und nach diesem Making-of war es dann komplett, hat es mich gepackt. Ja, und, das ist gebrannt. Ich wollte Schauspiel-Workshops machen. Und ich bin dann irgendwie, oder meine Mutter ist während der Suche nach Schauspiel-Workshops auf eine Agentur gestoßen, die halt auch Schauspielworkshops anbietet, aber das dann halt auch verbindet mit einer Schauspielagentur, die Kinder vermittelt. Ja, ja. Apropos Making-of, was trinkst du? Nein. Ich nehme ein normales Wasser mit Kohlensäure. Ja. Beschützt das Kind. Ja. Für den Jungen mehr Cola. Bacardi. Nee, aber ich merke schon, also Impro-Theater würde dir auch, glaube ich, liegen, ne? Ja, ein Stolper. Also Impro-Theater würde dir auch liegen, oder? Meinst du nicht? Ja. Schon mal gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich habe bestimmt mal bei irgendeinem Workshops oder bei verschiedenen Workshops wird das öfter mal als Übung gemacht, auch bei dem von der Agentur immer am Ende, um das alles so ein bisschen ausklingen zu lassen. Ein paar Minuten Impro. Und das bringt ja auch immer was. Also in Szenen wird auch, was spontan einfällt und gut ist, wird gerne verwendet vom Regisseur. Ja. Ich könnte jetzt so Brücken zu euch spannen, das machen wir aber nachher nochmal um 23.40 Uhr, glaube ich. ich glaube, der Melvin hat noch ein bisschen was vor, ne? So ein bisschen Interaktivität, damit die Leute hier nicht so, ne? Also Workshops hast du gemacht. Genau. Du bist ja mittlerweile in der Agentur und deine ersten Erfahrungen waren aber sogar auf der Burghofbühne oder mit der Burghofbühne hier in Dienstlaken. Ja, also da war ein Workshop, der ging, glaube mehrere Monate sogar lang, wo man halt sich halt immer samstags getroffen hat, ein paar Übungen gemacht hat und halt über diese mehreren Monate ein Stück entwickelt hat und das am Ende dann auch vorgeführt hat. Und das war, glaube ich, auch einer der ersten Workshops, die ich gemacht habe. Und ich fand es auch super cool, dass es hier in Dienstlaken sowas gab. Ja, Anne Scherer hat dich begleitet. Die hat das geleitet. War schon Mirko Schombert dabei? Ich glaube schon. Ja, war auch schon einer unserer Gäste, ne, Theaterintendant hier, Burghofbühne. Jetzt kam dann, es kam aber so, dass du über deine Erfahrungen und deine Workshops, dann gab es eine Agentur, Star Movie Kids. So. Star Movie Kids, ganz wichtig. Ja. So, wie kam das? Zufällig oder beworben? Ja, also, wie gesagt, als meine Mutter diese Workshops suchte, kam dann diese Agentur. Und als ich da den Workshop gemacht habe, wurde ich halt automatisch auch in dieses in diesen Katalog quasi der Agentur aufgenommen. Ja. Und ich dachte halt erstmal so,
ja, bist halt da drin, aber da passiert wahrscheinlich eh nichts. Da sind ganz viele Kinder drin. 11 Jahre warst du ungefähr? Ja, so um den Dreh wahrscheinlich. Mhm. Und dann kam aber wirklich nach ein paar Monaten die erste Casting-Anfrage. Und ja. Da ging es dann schon mit ja, einer also nicht war unbekannten eine das war für eine ein Film Schatzen im Dusi mit Caroline Kebekus. Caroline Kebekus, ja. Das, da habe ich dann erstmal mein erstes Casting für gemacht. Und dafür waren dann halt diese Workshops auch gut, weil die einen gut auf Castings vorbereitet haben. Also wie gehe ich mit der Rolle um? Weil man kriegt immer nur so eine kleine Information über die Rolle und davon muss man halt schon eine ganze Szene fürs Casting spielen. Und das war halt auch erstmal ein E-Casting. Also E-Casting, das heißt ja, alles über die elektronische Plattform? Ja, also es gibt natürlich diese klassischen Castings. Man fährt irgendwo hin und da ist dann der Regisseur vor Ort und geht mit einer Szene durch und filmt die für die Produktionsfirma und die entscheidet dann halt, ob man die Rolle bekommt. Aber der erste Schritt ist meistens, dass man die Szene aufnehmen muss und die denen erstmal schickt für die grobe Auswahl. So, dann ging es aber los. Nicht tot zu kriegen. Ja. Das war mit Jochen Busse schon? Jochen Busse, Caro Fier und Tristan Seif. Da hattest du eine Episodenhauptrolle. Hauptdarstellerrolle. Episodenhauptrolle. Ja, so, erzähl mal, was war deine Aufgabe? Das war als Pfadfinder? Als Pfadfinder. Ja. Ich war Pfadfinder, der halt dieser Familie, die in diesem großen Haus wohnte. Also, es war ein alter Mann, der allein im Haus wohnte, hat das an paar Paare vermietet und die mussten sich dann halt durch ein paar Klauseln im Vertrag um den kümmern. Und dann die wollten den loswerden wahrscheinlich. Ja, ne? Und dann hatten zwei der Paare halt einen Kinderwunsch und das wollte der alte Mann, Jochen Busse, gar nicht. Und dann klingelt auf einmal der schusselige Pfadfinder an der Tür, der Geld für sein Herbstcamp braucht. Und der alte Mann merkt dann halt, dass er ziemlich schusselig ist und nutzt das halt aus, um den beiden den Kinderwunsch auszutreiben. Ja. Jochen Busse, Jochen Busse, bekannt? Ja, ne, ja, genau. Der ist ja jetzt auch schon 70 plus, ne, oder? Ja, Jochen Busse? Ja, hast du mit ihm gedreht mal? Ich habe mit ihm nicht, er hat mich mal inszeniert in einem Theaterstück, und der macht ja in seinen Theaterstücken, der macht ja irgendwie mal so ganz schnell 20 Liegestütze auf der Bühne. So fit ist der? Ja, der fährt jedes Jahr zum Ayurveda, der ist total fit, der trinkt dann so partiell keinen Alkohol über Wochen. Und der ist richtig fit. Was war das denn jetzt für eine Geste? Was für ein Lied? Ich war mir nicht. Ayurveda. Ayurveda. Da, 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 da. Nein. Ja, das fiel mir so zu Ayurveda ein, irgendwie habe ich gedacht. Ist das? Nein, aber Jochen Busse wirkt immer, also wenn ich ihn so sehe, er spielt ja immer sehr ernst. Nein, das ist Quatsch. Ja, er spielt natürlich nicht ernst. Er hat einen ziemlich grimmigen Typen richtig gespielt. Ist er so grimmig privat? Überhaupt nicht. Nein. Also, als ich wusste, wer das ist, habe ich erstmal gegoogelt, wer ist das? Ja. Und dann sah ich den und ich dachte so, okay. Aber dann kam ich ans Set zu den Studios in Köln und da kam so, Dach, du bist der Junge, mit dem ich die nächsten Tage drehe. Nicht auf Kölsch, aber irgendwie so. Aber locker flockig. Ja, also, auf jeden Fall. Kam gut rüber. Ja. Und hast dich auch wohlgefühlt. Ja. Und wie viele Drehtage hattest du bei dieser Episode? 5 Drehtage. Und Text auch durchaus mächtig. Ja, ja klar, Episodenhauptdarsteller. Also war schon guter was. Text. Ja, und dann musste man beim Jugendamt, musste dich noch von der Schule freistellen. Also man kriegt eine Drehgenehmigung und man muss die halt ziemlich schnell ausfüllen, weil die hatten irgendwie, in 2 Wochen wollten die anfangen zu drehen und dann mussten wir zum Arzt rennen, zum Jugendamt und zur Schule und die Schule hat sich nicht quergestellt, aber die brauchen halt manchmal einfach ein bisschen für diese Drehgenehmigung. Ja, ja. Aber im Endeffekt hat es dann doch zum Glück geklappt. Schön. Und es war ein echt toller Dreh. Prima. So, und nach der Aktion, die gleich der Melvin mit euch und uns veranstaltet, dann werden wir noch ein bisschen über deine Anfragen in Werbung reden und dann natürlich über den Tatort, der im Herbst ausgestrahlt wird. Heute hier live der Tatort Junghauptdarsteller oder nicht Hauptdarsteller, sondern Jungschauspieler Vincent Hahnen. So, Melvin, jetzt machen wir nochmal hier die letzte Meile. Was hast du vor? Ich habe Folgendes vor. Ich bin Chorleiter, für die es nicht wissen. Also für unsere jungen Gäste, vielleicht kommst du nochmal in die Arme der Musik zurück irgendwann. Jedenfalls, es gibt ein Projekt, über das ich gerne so ein bisschen erzählen wollte. Das ist in die Wege geleitet worden von einem gewissen Herrn Dieter Falk, ist vielleicht ein Begriff, Produzent von PUR, ist jetzt die letzten Jahre bekannt geworden durch so massive Chorprojekte, zum Beispiel Martin Luther jetzt zum Reformationsjahr mit 20.000 Chorsängern und so. Und der hat sich irgendwann gedacht, wisst ihr, wer richtig gerne singt? Leute 60 plus.
Ist keiner heute hier, ne? Nee. Und hat dann in Kooperation mit einer deutschlandweit organisierten Musikschule halt ein Chorprojekt in die Wege geleitet, das heißt Rock Chor 60 Plus. Das ist ein Chorprojekt, was sich speziell halt an Menschen 60 Plus richtet, wo halt genau diese ganzen Chor-Klischees halt nicht erfüllt werden. Ja? Also man muss nicht nach Noten singen, man muss nicht irgendwie besonders erfahren sein, irgendwas, sondern man geht da einfach hin und singt die Lieder aus der eigenen Jugend. Ja? Also halt Deep Purple und Stones und Beatles und so ein Kram. Und es gibt ein Lied, das würde ich gerne einmal probieren, ob das so spontan hier funktioniert. Es ist ein Lied von Ray Charles, ist bestimmt ein Begriff, blinder schwarzer Soulsänger, genialer Mann. Der hat ein Lied geschrieben namens Hit the Road Jack. Ja. Vom Text vielleicht nicht so bekannt, aber was bekannt ist von Hit the Road Jack, was jeder kennt, ist dieses hier. Ach, verdammt. Ne, das kennt man. Und zwar würde ich das Ganze gerne einmal probieren, das wirklich so choristisch aufzuziehen, ja? Wow. Das heißt, wir würden das Ganze einmal zweiteilen. Und zwar folgen wir einfach der einfachen biologischen Trennung in Jungs und Mädels, ja? Wie man das kennt, klassisch. Und zwar dürft ihr den Refrain, wie man das Neudeutsch nennt, mitsingen. Und der Refrain geht für die Damen, aufgepasst, ja, die Damen sind die ohne Zusatz. Nur, falls da irgendwelche Gender-Probleme entstanden sind. Für die Damen geht das Ganze wie folgt. Das ist nur der Refrain. Und zwar klingt das Ganze wie folgt. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Das Ganze kommt zweimal. Das hätte ich gern einmal gehört, nur von den Damen. Ich sing auch mit. On. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. Die Gänge nochmal. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Fantastisch, wundervoll, so machen wir es. So, die Herren, das sind die mit dem Anhängsel. Oh, ja. Auch da wieder, ne, für Gender-Probleme. Warum thematisierst du das Anhängsel so sehr? Da gibt es öfter Probleme mit. Ich sag dir auch gerne, warum. Also, ab 50, oder? Also da gibt es 60 reichlich Probleme mit, aber das ist nicht, was ich meine. Sondern es ist halt so. Da, 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 da. Jetzt. Okay. Oh, bitte. Ja, die Sache ist die. Ja. Wir sind, also es gibt 15 dieser Chöre deutschlandweit. In Münster ist auch einer. Den ich halt leite. Und das Ganze ist halt nicht unterteilt in Männlein, Weiblein, sondern das Ganze ist förmlich unterteilt in Oberstimmen, Unterstimmen. Ja? Und in den Unterstimmen sitzen halt nicht nur Männer, sondern halt auch tiefere Frauen. Und der Rocco hat das Problem, was jeder Chor auf dieser Welt hat, es gibt einfach zu wenig Männer, die singen wollen. Das werden wir jetzt ändern. Denn die Männer singen auch, und jetzt kommt der Chor-Part, die Männer singen was anderes. Ich weiß, das wird jetzt verwirrend, aber die Herren sollen idealerweise Folgendes singen. Also es kommt auch dasselbe. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Sing mal direkt mit. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Direkt nochmal. On. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ich komme mit dazu. On. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Wenn das nicht verunsichern lassen. On. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Jetzt kommt die Strophe, ich mach die für euch. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I had a damn things that go. Ah, hit the road, Jack. And don't you come back no more. Ich hör nix. And don't you come back. What you say in the road, Jack?
don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the road jack, don't come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. I guess if you say so, I'd pack my things and go on. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what do you say? Come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jack. Don't you come back no more. Hold on. And don't you come back no more. And don't you come back no more. And don't you come back no more. Also, unglaublich. Ich würde sagen, das ist die Forever Young Gruppe, oder? Das will ich doch schwören. Ja. Ja, schön, dass du das mit uns mitgemacht hast. Nochmal großen, großen Applaus. Melvin. Ja. Falls jetzt jemand durch diesen kleinen Appetithappen Blut geleckt hat, es gibt einen Rockchor hier in der Nähe, nämlich in Essen. Und ich weiß halt aus Erfahrung, die Leute, diese Chöre suchen immer Leute. Ja? Das heißt, wer die kleine Fahrt nicht scheut, gerne mitmachen. Also wer 60 plus ist natürlich, ne? Aber das ist ja klar. Prima, ja, gut. Das war der Werbeblock, ne? Übrigens, den Juroren von Popstar, Dieter Falk. Dieter Falk. Den müssen wir eigentlich auch nochmal hier herholen. Den müssen wir eigentlich müssen wir herholen. Also Bürgermeister Dieter Falk müssen wir unbedingt mal hier herholen, ne? Jetzt sehe ich gerade ganz so da hinten, also hinter dir, Bürgermeister, sehe ich Bing Yang Liu. Einer meiner Gästinnen der Donner Talk, ehemaliges vor einigen Jahren Kandidatin von Germany Next Topmodel. Ja, also, ja. Was heute alles hier am Start ist, ja. Es ist schon hier Jungunternehmer und Jungschauspieler, ne, und junge Germany Next Topmodel Kandidaten, alles ist hier am Start. Und jetzt kommen wir jetzt zum letzten Block und ich bitte euch, jetzt bin ich so ein bisschen Thema Schauspiel, Theater, du bist ja auch stimmlich gebucht worden, du bist ja Sprecherin für Hörbücher und hast mal Werbung gemacht, habe ich jetzt auch gegoogelt, für ein Getränk. Ja, schon wahrscheinlich lange her, weil dieses Getränk ist gar nicht mehr so hip und trotzdem bitte ich euch jetzt ganz leise zu sein, die Augen zu schließen und dann hören wir uns mal deinen Werbespot an für ein Getränk. Willst du, dass ich den jetzt aufsage? Nein, ich weiß, du brauchst gar nichts zu sagen. Es ist alles vorbereitet. Wir haben da etwas vorbereitet, sagte der Biolek. Bitte, Augen zumachen, ganz leise. Natur wurde geachtet. Geschmack gab den Ausschlag. Aus einer Zeit, die niemals zurückkehrt. Weinbrand. Schluck für Schluck das Brennen einer Fülle. Ja, war da Weinbrand. Wer trinkt heute noch Weinbrand, nicht? Aber das war auch ein Dankeschön an die Technik, ne? Applaus nochmal an Jens und auch an Patrick, ja? Die Aufnahme war jetzt von der Qualität her jetzt nicht die beste, weil wir haben das, glaube ich, dreimal irgendwie per E-Mail verschoben. Aber du machst ja auch Hörbücher, vielleicht gar nochmal ein paar Sachen. Ich habe Kinderhörbücher hast du auch, glaube ich, gemacht. Jim Knopf? Da war? Oder? Ja, habe ich mal ein bisschen was gesprochen, ja. Aber ich kann dir jetzt das alles nicht mehr sagen, weil das ist ein Job und das hast du ja am nächsten Tag vergessen. Ja, und dann macht man das und das, okay, ja. Okay. Aber du bist ja nicht nur Schauspielerin, du bist auch Moderatorin. Ja. Ja. Wollen wir lieber über Moderation reden oder über ein bisschen Theaterbühne? Was ist dir lieber? Was du möchtest, wir können das auch verknüpfen miteinander. Gut, dann sag ich jetzt mal, ich wünsche mir Theaterbühne. Ja. So, und jetzt komme ich mal zu dem Thema, was ich angesprochen habe. Michael von Au. Ja. Abschiedsdinner. Ingolf Lück sollte eigentlich spielen und ist irgendwie krankheitsmäßig ausgefallen. Du warst dabei mit René Steinke in Duisburg, habe ich es in Walsum in der Stadthalle gesehen. Und Michael Au, ja, erzähl mal, wie kam das eigentlich, dass Michael auf einmal von Au kamst auf die, das fing an und sie kommt auf die Bühne, das Stück fing noch nicht an und dann sagtest du, wir können
Was ist passiert? Nee, ich musste, also es war wirklich so, wir haben eine Wiederholung, das war ein Tourneetheater, wir sind jeden Tag in einer anderen Stadt und der Ingolf Lück ist krank geworden und hat uns nach 2 Tagen allein gelassen und dann hätte das Ganze nicht stattfinden können. Ein Riesenverlust auch für den Veranstalter und so weiter und die Häuser sind immer ausverkauft gewesen und ich habe einen sehr guten Freund, Michael von Au, der lange Jahre am Residenztheater in München war und an den Kammerspielen, also wirklich ein Staatsschauspieler. Und dem habe ich gesagt, so eine Scheiße und so. Und dann hat er gesagt, der saß gerade mit dem Gipsbein zu Hause. Also das Gipsbein war schon wieder ab. Okay, aber war noch gar nicht aber er so konnte, einsatzfähig. Aber er konnte deswegen nicht, doch, er war voll einsatzfähig, aber er konnte deswegen ein anderes Engagement nicht annehmen in Stuttgart. Und hat gesagt, oh, ich spiele dir das, ich langweile mich so. Also er ist Michel, Berliner, ja, ist Berliner. Michel, meinst du es echt ernst? Ja. Und der hasst eigentlich Tournee, weil man da wirklich immer so rumfahren muss. Das verpflichtet einen auch. Nee, ist nicht schön. Nicht unbedingt immer schön. Muss man mögen. Und jedenfalls kam er dann, aber ich musste jeden Tag eben eine Ansage machen, weil er natürlich nicht, wir haben das in 12 Stunden übernommen. Das heißt, der kam abends um 8 an und wir haben bis nachts um 2 mit 2 Flaschen Wein zu dritt diesen Text gelesen. Wie, das ist ja ganz viel Arrangement auch auf der Bühne. Ja, du hast es ja gesehen. Es ist ja nicht nur, dass man etwas sagen muss, sondern du musst es ja auch performen. Du musst es und spielen, er dachte, ne? Er hätte das Stück schon mal gesehen und meinte, ja, kenne ich doch. Aber er kannte gesehen. Nee, er kannte es dann doch nicht. Er hat sich geirrt und ihm ging völlig die Muffe und ich musste ihn jeden Abend auch wirklich auf die Bühne und gesagt, Michel, los, komm, du bist so ein toller Schauspieler, du schaffst das. Für mich war das total anstrengend auch. Und ich habe jeden Tag eben diese Ansage gemacht, dass er, und er hat mit dem Textbuch gespielt. Ja. Aber das hat man eigentlich nicht mehr gemerkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja live gesehen und du hast es ja auch angekündigt. Das war, glaube ich, auch ziemlich gut, dass das Publikum auch wusste, warum ist jetzt ein Schauspieler und hat da jetzt das Manuskript da. Das waren 90 Seiten. Er hat jetzt nicht 90 Seiten wirklich knallhart durchgehabt. Das sind aber drei Personenstück. Sind drei Personen, das heißt, zwei sind immer auf der Bühne und die müssen halt sprechen miteinander. Und das kannst du dir, das kannst du einfach nicht. Und dazu ist noch ganz viel Aktion gewesen. Ja, das haben wir gesehen. Die Männer haben sich ja hinter der Couch, mussten ja ihre Klamotten austauschen und haben sich ja fast nackig gemacht. Ne? Oder waren die sogar, bis auf Unterhose? Die waren sogar nackig. Die Unterhose auch, ich muss das ja immer von der Seite beobachten, weil ich habe ja dann auch meinen Auftritt. Aber ich drehe mich dann immer ab, damit ich das nicht sehen muss. Nicht sehen muss. Stichwort nicht sehen muss, aber... Danke, ich habe drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet. Dankeschön. So, da können wir auch direkt bleiben. Da können wir direkt bei dem Genre bleiben. Nicht sehen muss ist die eine Seite, was du über die Männer sagst. Die Männer sagen aber über dich in 2001, das muss ich sehen, weil du warst im Playboy. Es gibt ja, ich habe mal wirklich recherchiert, es gibt ja fast keine Schauspielerin, die nicht im Playboy war. Mit Katharina Witt und Anastasia Kinski. Genau, Katharina Witt war vor mir. Ja, und als sie mich gefragt haben, war ich 36 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern. Hammer. Und hatte auch schon eine Karriere. Ja. Also das war nicht so, dass ich so 22 war und dachte, jetzt zeige ich mal meinen Busen. Ja. Und das ist alles noch völlig unverbraucht, dieser Körper, sondern also, das war schon ein bisschen in Benutzung. Also 36... Einsatz, Pianist, du hast wieder nicht... Es war schon in Benutzung, dankeschön. Jetzt, du bist unaufmerksam, ja? Du bist unaufmerksam. Ich könnte eigentlich auch... Braucht der Playboy noch Leute? Weil ich bin jung und... Brauchst das Geld. Ich hab den nötigen Busen. Ja. Also das ist... Der muss aber aufpassen, wird im Alter mehr, ne? Ja. Auch bei Männern. Ja. Melvin, wir sprechen nochmal Backstage. Ich bin über 50. Pfui. Nein, aber, als sie mich gefragt haben, habe ich gedacht, und meine Kinder waren noch relativ klein, das war eigentlich das einzige Problem, dass ich gedacht habe, meine Tochter war, warte mal, 2001, also die ist irgendwie, also mein Sohn war 8. Ja. Dein Sohn ist aber auch aus der Ehe. Dann sind beide aus der Ehe. So, und das ist Leonard? Leonard. Mhm. So, und ganz kurz, deine Tochter macht beruflich die gleiche Richtung, Schauspiel? Nee, meine Tochter hat gedreht, bis ich ihr das dann verboten habe. Was?
Ja, bist du auch so eine spießige Mutter? Nein, ich bin keine spießige Mutter, aber das war, nahm echt überhand und ich hab mir dann Sorgen gemacht, weil die war irgendwie 8 und drehte bis nachts um 2 und so. Und die haben sich natürlich überhaupt nicht an die ganzen, passen sie schön auf ihr Kind, haben sich überhaupt nicht an diesen ganzen Jugendschutz gehalten. Ja. Nein, weil das, manche, die Filmbranche ist auch nicht immer eine lustige. Ist auch manchmal auch so A-Loch, sagen. Ne? Ja. Ist manchmal A-Loch. Hm. Und sie verbrauchen natürlich, was sie kriegen können. Und wenn sie dann keine Mutter haben, die sagen, nee, nicht mit mir und ich hole jetzt mein Kind ab, sonst kriegt ihr morgen den Jugendschutz auf den Hals gehetzt. Ja. Und das habe ich halt dann fast gemacht und dann habe ich gesagt, nee, du machst jetzt erstmal deine Schule, mein Schatz, und dann guckst du mal weiter und dann kannst du ja immer noch mal gucken, wenn dann, sie hat Kommunikation studiert und sie singt ganz toll, das kann ich dir nachher noch mal zeigen. Okay. Sie hat auf ihrer Hochzeit für ihren Mann gesungen, das war Hammer, ich habe es erst gar nicht mitgekriegt, dass sie das ist. Aber den Freund Rexroth in 2005 hat sie nicht geheiratet. Sie war mit dem Sohn vom Rexroth zusammen. Mit ja, Herrn Gott, aber der war so süß. Ja, war der so sehr ja, der war völlig verpeilt und total jung. Oh ja, da ist ja schon alles lange. Na, so, und dein Sohn Leonard, der macht was? Beruflich? Mein Sohn Leonard ist Volkswirtschaftler und hat sich entschieden, eine Verbrecherkarriere einzugehen. Also er ist Banker geworden. Banker geworden. Aber in London oder geht er jetzt nach Frankfurt? Nein, der war in Frankfurt lange Jahre bei einer großen Bank, die gerade den Bach runtergeht. Und er hat aber sich entschieden, nicht den Bach mit runterzugehen, sondern hat gekündigt und macht seit einem halben Jahr eine Weltreise. Mit dem Rucksack hat er sich von seinen ganzen komischen deutschen Bankmeilen da. Das ist ja alles klar. Das war mir, also mir war das klar. Ja, das hat er sich ein First-Class-Ticket gekauft, was ich ziemlich geil fand. Ja. Und er hat sich meinen Rucksack geholt, meinen Backpacker-Rucksack, weil ich bin eigentlich auch als Backpacker unterwegs. Schön. Auch wenn man das vielleicht nicht so denkt, aber das mache ich. Und ist First-Class nach Singapur geflogen mit einem Backpacker-Dings hin. Ja. Und ja, jetzt ist er seit einem halben Jahr unterwegs und fängt jetzt im September nochmal an zu studiert er nochmal weiter, macht 2 Master in Madrid. Nochmal sowas ganz Tolles. Schön von dir solche Sachen zu erfahren, denn das sieht man nicht, wie heißt das, Schritt der Frau und was du selber so sagtest, wie die Branche das sagt. Frau im Koma, Frau im Schritt. Sieht man alles nicht, lesen hört man aber hier in Dienstlaken, live on stage beim 22. Das Maß ist voll. Danke, liebe Saskia. Gerne. So, jetzt Endspurt. Ja. Börne, kleiner Börne. Wie kommt man dazu, den jungen Tatort Börne zu spielen? Jetzt darfst du nur das erzählen, was du raushauen darfst. Ich rate das alles durch. Ja. Also nach Nicht tot zu kriegen kamen ein paar Werbesachen. Ja. Auch unter anderem, das kann man ja mal erwähnen, ein Edeka-Werbespot, der gedreht werden sollte in Bulgarien. Super geil. Ja, richtig geil. aber das konnte man dann einfach auch nicht immer wahrnehmen, wegen der Schule oder TKKG auch mal an, TKKG, der Film, der jetzt gerade läuft, oder Habe Kerkeling, hier der Film, da war ich beim Casting für. Da warst du drin, in dieser Ist leider nichts geworden, aber hier bei TKKG war ich auch bei den Final Castings oder bei, es wird gerade ein Film gedreht, ist auch schon bekannt, darf man sagen, Lebensverfilmung von Udo Jürgens. Ja. Udo Lindenberg, ja. Da ist ein deutlicher Qualitätsunterschied, wollte ich kurz sagen. Ja. ich weiß nicht, ich hab das schon verstanden. Ein Werbespot mit Elias Mbarek war auch dabei, aber das ging auch leider nicht wegen der Schule. Und dann, Anfang dieses Jahres, kam eine Casting-Anfrage für die Rolle des jungen Börne im neuen Tatort Münster, der vor ein paar Monaten gedreht wurde, Lakritz. Und ich dachte mir halt erstmal so, wow, weil das ist die Rolle von meinem Idol in Jung. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, wenn du 20 bist, vielleicht drehst du dann mal mit dem Jan-Josef Liefers oder du siehst ihn bei einer Autogrammstunde. Aber den am Set zu treffen und seine Rolle in Jung zu spielen, das war wirklich ein Traum. Und dann war ich beim Casting und ich habe mir noch nie so viel Mühe und Leidenschaft im Casting gegeben wie da, weil ich einfach wusste, wenn du das schaffst, dann triffst du vielleicht dein Idol oder hast zumindest irgendwas mit dem zu tun. Und die Regisseurin war da und es war super nett und dann habe ich die Rolle bekommen. Und es war, im Gegensatz zu anderen Castings, wussten die nach einem Tag, dass ich und die Jamie, meine Casting-Kollegin, die auch gecastet wurde, also es war ein Doppelcasting für 2 Rollen, die miteinander was zu tun hatten. Und wir haben beide Bescheid bekommen nach einem Tag, dass wir die Rollen haben. Und das war einfach klasse. Und wie sind die Jungs so? Axel Prall? Ich hatte dann
Maskenprobe einen Tag vorher und wir mussten halt ans Set fahren, weil die Regisseurin mich sehen musste und sagen musste, okay, das machen wir so oder nee, da müssen wir nochmal ein bisschen was ändern. Und ich wusste halt, an dem Set werden Axel Prahl und Janis Liefers sein. Und ich war so, ich kam so rein, da sind immer diese Bildschirme, wo die Regie vorsitzt. Und dann sah man schon so Axel Prahl und ich war so, oh mein Gott, der sitzt gerade unter mir im Keller. Und dann war Umbaupause, weil eine andere aus einer anderen Perspektive gedreht wurde. Und auf einmal stand er da neben mir und sah mich so an, Moinsen! Sagt er so. Ja. Ja. Ah ja, original. Ja, ja. Sagt er das nicht auch im Film? Ja. Das sagt er auch im Film, oder? Ja, das sagt er auch im Film. Und er hat das tatsächlich in dem Moment so gesagt und dann sieht er so und realisiert, er hat ja das Drehbuch gelesen, du bist ja der junge Börne. Und dann haben wir uns kurz unterhalten, dann kam die Regie, hat sich das angeschaut und meine Maskenbildnerin Jenny sagt dann, ja, jetzt müssen wir uns aber noch den Jan anschauen. Und dann sind wir raus und da war ein Wohnwagen und dann kurz bevor wir gefahren sind, kam der raus und hat mich umarmt und meinte so, hey, ja, cool, was drehst du denn morgen so? Sag ich jetzt nicht. Darfst du auch nicht sagen. Doch, mach mal. Darf ich jetzt nicht sagen, das seht ihr im Herbst. Aber das war dann total toll. Steht noch nicht fest? Oder weißt du steht schon? Leider noch nicht fest. Irgendwann also, im Herbst. Vielleicht stellen wir das dann einfach auf die Facebook-Seite von. Das machen wir doch, oder? Und das unterstützen wir gerne. Ja. Und das Beste war, wir sind danach noch mit Axel Prahl ins Hotel gefahren zusammen in der... mit dem Chauffeur oder einen da. Und dann abend noch an die Bahn noch einen Stolperknaben getrunken oder was? Absolut sowas. Vincent, ist schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du so eine Rolle gekriegt hast. Und fantastisch. Und damit sich der Kreis schließt, so viele Fragen, so viele Sachen hätten wir noch zu besprechen, aber die Zeit eilt, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir dich natürlich auch noch vorstellen, weil ich glaube, das ist jetzt in deiner momentanen Lebensphase ein Highlight und wir hoffen auch, dass das natürlich nicht das letzte Highlight gewesen ist, aber der Ben kann natürlich auch, hat Fernseherfahrung. Jetzt kommen wir nämlich zu deinem Moped zurück und wer Nitro, genau, und wer Nitro nämlich kennt, da erzähl doch mal wenigstens noch mal in 2 bis 3 Minuten, was ist denn mit so einer Gang, der Cobra-Gang überhaupt, wie ist sie entstanden und von Norden bis Süden durchs Land gefahren, warum, weshalb, wieso und warum wird da so ein Sender aufmerksam? Ja, das wird schwierig in 2 Minuten. Also ich fange an. Mach auch 3 oder 5, alles klar. Also ursprünglich sind 3 Leute auf die Idee gekommen, die machen mal wieder einen Moped-Club auf. Also mit Mofa an Baggerloch fahren und gute Zeit haben. So. Und irgendwie bin ich da auch reingerutscht. So. Das ganz kurz abgehakt. Und dann waren wir dann tatsächlich mal bei Günther Jauch und das erste Mal im Fernsehen und hatten so 5 gegen Jauch, haben da auch Geld gewonnen. Wie kam denn das jetzt? Dass ja, wir haben da auch, also hier Bewerbung Casting, zack. Ja, und die haben gesagt, ja. Die sind lustig, die Jungs. So. Und darf man das sagen, dass du mehr als 5-stellig abgeräumt hast? Ja, also wir, 6-stellig, ja, genau. Ah, als Gruppe. Ja, das 6-stellig als Gruppe abgeräumt. Das waren 2 sehr schöne Jahre. Ich habe die ganze Kohle verprasst. Ehrlich? Also, ja, ich habe mir Mühe gegeben. So. Hau raus. Ja, ich reise ganz gerne. Kanada. Ja, ich habe mir wirklich gedacht, so komm, schön. Super. Also war Abi doch nicht umsonst. Nö. War also, ja auch abgeräumt? Nee, das war wirklich so. Und ich habe die finale Frage beantwortet sogar. Also da war, das ist für mich dann halt sofort so ein Ego-Ding gewesen. Ja. So, von wegen so. Und der Jauch wusste die nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, hey, so, weil es viel besser als Jauch. Und deine ganzen alten Lehrer hast gesagt, hier. Ja, genau, richtig. Die alle gesagt haben, das wird nichts, ja, habe ich geschafft. So. Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann, und dann sind natürlich andere Leute darauf aufmerksam geworden. Da sitzen dann so 5 Typen im Fernsehen und die fahren Mofa und sind gar nicht so dumm. So, und dann wurde halt der erste Sender, zweite Sender, dritte Sender irgendwie aufmerksam und unter anderem halt eine Produktionsfirma. Mit denen haben wir dann 3, 4 Sachen gemacht. Und irgendwann sagten die halt, pass mal auf, wir könnten euch da irgendwie unterbringen, eventuell D-Max oder Nitro. Und bei Nitro hat es geklappt. Und dann haben die halt die erste Staffel genommen und die haben wir dann auch abgedreht 1 Jahr lang. 5 Teile liefen schon, 5 Teile kommen jetzt noch Ende des Jahres und 2. Staffel müssen wir mal gucken. Ja, kommen noch, genau, richtig. Also so irgendwie Spätsommer, glaube ich. Ne? Und ich kann auch einfach sagen, da kommen noch lustige Sachen. Also ich spoiler einfach mal so. Wir sind noch auf so Mofa-Rennen und dann machen wir auch noch eine finale Reise nach Hamburg. Und wir fahren wirklich nach Monaco mit dem Mofa und treffen Nico Rosberg. Ja, ja. Was? Ja, ja, so richtig Nico schön. Rosberg mit Ben Perdige. Ja, das war auch total Vincent skurril. Vincent und Saskia. Alles in einer Show. Wahnsinn. Ja, das war total skurril, weil wir mit dem Mofa da standen und er mit seinem PS-Boliden. Also, und ich hatte gefragt, ob er ein Rennen will, so, aber er hat dann nur gegrinst. Und ich dachte, nee, komm, lass sein. Das hat dann irgendwie alles so geklappt. Und jetzt nochmal die Geschichte mit, Mann, jetzt bügel ich aber durch, ne? 2 Minuten. Ja, nein.
Alles gut. Ich habe da noch so eine, das ist jetzt wirklich, das ist auch eine Charity-Geschichte. Und zwar seit, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das mache. Und zwar ist das ein Spendenlauf, den ich mache. Den habe ich irgendwann mal so überlegt mir. Machst du auch einen Spendenlauf? Ja, tatsächlich. Nur die andere Art. Ich mit Mofa, ich muss nicht rennen. Richtig, ja, gut, gute Brücke. Wir starten halt in Flensburg und dann gibt es einen goldenen Tank. Und dann startet die erste Gruppe von Mofa-Fahrern oben in Flensburg. Die fahren runter bis nach Kiel oder so. Und dann wird dieser Tank weitergegeben an die nächste Gruppe, die fahren nochmal 100 Kilometer und dann rutschen wir durch bis nach unten, bis zum Bodensee. Insgesamt in 32 Etappen, immer wechselnde Fahrer und auf der ganzen Strecke wird halt Geld gesammelt. So, und letztes Jahr oder vor zwei Jahren, findet nur alle zwei Jahre statt, sind halt irgendwie 17.000 Euro zusammengekommen. 17.000 Euro? Ja, das ist schon ein ziemliches Fund so, also da war ich echt auch selber erstaunt. Und was wer man so bekommt das? Kann. Das bekommt die Arche, Arche Deutschland, damit Kinder was zu essen haben, ganz einfach. So, es gibt halt ein paar Kinder, die kriegen nichts zu essen. Und da geht das hin. Also unterm Strich ist das wirklich so, ich bin jetzt Mitglied in diesem Club seit 11 Jahren und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Ja, ich sag mal so, man kann ganz schön weit kommen mit einer Mofa, wenn man denn will. Ja, so. Ja. Wenn man denn will. Das ist mal so die Ameise. Ja, genau. Verstehst du? Ameise. Ameise. KSL. Überleitung. Kunst. Ameise. Es gibt so viele Sachen mit Ben Perdiger. Er ist der Initiator von KSL, Kunst statt Leerraum. Und da bitte ich dich aber nochmal, Kunst statt Leerraum, das sind Räumlichkeiten, wo du Künstler in den letzten wie viele Jahren, 6 Jahren, 7 Jahre hier in die Stadt geholt hast? Die dann den Leerraum mit Kreativität ausgefüllt haben. Wir haben das jetzt 5 Jahre gemacht, vollkommen richtig. Dieses Jahr gönnen wir uns eine Pause, weil es nächstes Jahr halt nochmal so einen Kraftakt gibt. Das heißt, es wird größer. Wir ziehen auch um auf den Bergpark in Lohberg. Also merken, in Lohberg, also dieses Jahr nicht, aber in 2020. Genau. Richtig, wir müssen super. Uns ein bisschen Luft holen, ja. Um das dann halt nochmal ein bisschen größer zu machen und vielleicht halt auch wirklich so eine Visitenkarte in die Welt zu schicken, dass die Leute halt in Peru, Moskau, wo sie bisher alle hergekommen sind, die kleine Landmarke Dienstlagen halt registrieren und sagen, ja, da kannst du hinfahren, ist ganz gut da. Genau, und dein Maskottchen ist die Ameise? Exakt. Richtig. Genau. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Ameise seht, ist egal wo, dann auf einer kleinen Lampe, kleine Aufkleber, überall in der Welt verteilt, die. Mit den Buddies und den Kollegen und von KSL. Ben Perdiger, vielen Dank für deinen tollen Benefits-Einsatz. Dankeschön. Und abschließend dazu, du hast mir gerade noch erzählt, Charity im großen Maße machst du jetzt noch nicht. Ich meine, immerhin gerade 14, aber du unterstützt auch etwas. Das hattest du mir Backstage also gesagt. Das ist eine kleine Sache. Ich habe mit der Liv, die ja beim letzten Talk hier war, haben wir bei der Kinderbibelwoche von der evangelischen Kirchengemeinde haben wir so eine kleine Gruppe geleitet. Also da gibt es mehrere kleine Gruppen und wir basteln was. Es gibt Theaterstücke und da haben wir eine Gruppe geleitet. Also sowas Kleines. Auch das ist schon ein ganz toller Anfang. Ja, wir sind jetzt zum Schluss gekommen. Ich spanne den Bogen jetzt nochmal. Jetzt weiß ich nicht, ich will dich jetzt nicht in eine Bedrulle bringen. Bist du auch Charity-mäßig unterwegs? Ja, ich bin Schirmherrin seit 10 Jahren von einem Projekt in Addis Abeba. Und zwar wir sanieren einen Slum seit vielen Jahren. Ja. Das heißt aber so Selbsthilfe zur Selbsthilfe. Ja. Das heißt, es ist ein Verein, wo wirklich jeder Cent dorthin geht. Ja. Also das hat nichts so mit diesen großen SOS-Kinderdörfer und UNICEF, ich will das gar nicht schlecht reden, aber da geht wirklich jeder Center hin. Ja. Und da bin ich Schirmherrin und ich war auch schon in Addis und habe mir das angeguckt. Ja. Und wir haben da so Yellow Girls und ursprünglich ist das mal geboren aus der Idee, in Addis Abeba ist es auch so, dass die Frauen häufig das meiste machen und die Männer sitzen vor der Tür und schüren das Feuer und die Kinder sind unbeaufsichtigt. Und wir hatten die Vision, das sind ein paar Frauen und auch eine Freundin von mir, die Äthiopierin ist, dass wir dort in Äthiopien ein Haus bauen für die Kinder, die unbetreut sind, während die Mütter arbeiten. Und das ist dann aber nicht so richtig geworden. Und deswegen sanieren wir jetzt diesen Slum in Addis Abeba. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja schon fast normal, ich will nicht sagen verpflichtend, aber viele Prominente sehen ja auch, dass mehr oder weniger es denen selber gut geht und dann sagt, dann kriegt man auch eine andere Weitsicht und sagt, ich möchte etwas Gutes tun. Und hier haben wir, glaube ich, das beste Beispiel. Selbst die jungen Jungschauspieler, ja, also man versucht sich hier schon einzubringen, in welcher Form auch immer.
um dann jetzt die Brücke zu schlagen. Lauf für die Liebe ist ja dem einen oder anderen hier in Dienstlaken auch bekannt, wird wieder hier am 1. September in Dienstlaken stattfinden. Ja, und der nächste Charity-Lauf, wie gesagt, hatten wir in Mülheim auch in diesem Jahr im April einen ganz großen Zulauf, über 500 Leute, und haben über 10.000 Euro für Kids Vision, Lauf für die Liebe, einnehmen können. Wir hoffen natürlich auch auf Unterstützung für den 1. September. Würde mich natürlich freuen mit Kids Vision zusammen, wenn wir uns dann hier wiedersehen würden. Ja, vielen Dank, und jetzt möchte ich den Axel nach vorne bitten, und während der Axel mit einem kleinen Geschenk in Erinnerung an diesen Abend zu euch Gästen kommt, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, und ja, es darf auch dürfen die Handinnenflächen auch heftig gerieben werden für die Sponsoren und Unterstützung. Stadt Dienstlaken, Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe, Hellmich-Gruppe, Neutor-Galerie, Becker und Stopka, heute vertreten durch Verena Kogler mit ihrem grünen Porsche. Goldenhaus-Agentur im Quadrat Immobilien, Friseur Schürmann. Fein gemacht, ja. Fein gemacht, ja. Weinrestaurant zur alten Apotheke, Reservix, und ganz neu als Unterstützer der Dirk Steirath, der die Shirts hier gemacht hat. Ja. Gastgeber, die Gaststätte Maas, und ein riesengroßes Danke an die Technik, Patrick und Jens. An den Fotosupport, Axel Wolf, und ausgeführt durch Dirk Pöter. Videokamera, Kai Daubermann, alles bei Facebook, das Maß ist voll, in den nächsten Tagen zu sehen. Ein riesengroßes Danke an das Team der Theke, Laura, Gabi, Nadine, Nicole und Peter von der Bühne. Und ein riesengroßes Dankeschön an Pianist Melvin Schulz, genannt Manningmann. Wir danken Vincent Hahnen, Ben Perdinge, Saskia Valencia und Sie, fantastisches Publikum. Vielen herzlichen Dank. Ja, wieder eine tolle Show. Liebe Saskia, wir wollen dir eine kleine Erinnerung an diese Gaststätte geben. Und zwar ist das ja eine Traditionsgaststätte, die schon über 200 Jahre hier in Dienstlaken ist. Und wir haben uns mal einfallen lassen, also das Team hier von Maas, wir haben eine Münze prägen lassen mit dieser Gaststätte, wo du heute Abend aufgetreten bist. So ein bisschen über die Stadt Dienstlaken, so ein bisschen über die Geschichte dieser Kneipe. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen bei dir in Erinnerung bleibt an diesem Abend, und das wollen wir dir mitgeben, ein bisschen nachhaltig, ne? Nicht so einfach weg, sondern das ist vielleicht mal was anderes als ein Blumenstrauß, und ich hoffe, dass ihr nur positive Erinnerungen an Dienstlaken hast. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir totalen Spaß gemacht hier, und ich habe schon gesagt, ich glaube, dass ich auch schon mal in Dienstlaken Theater gespielt habe, und wenn ich wiederkomme, und ich glaube, ich komme wieder jetzt im Herbst, Winter, dann werden wir euch anrufen und fragen, ob wir nach der Vorstellung zu euch kommen dürfen. Das würde uns sehr freuen. Also prima. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Cool. Lieber Ben, auch dir, du bist ja mittlerweile eine Kultperson in Dienstlaken geworden, kann man ja nicht anders sagen. Und du repräsentierst Dienstlaken wirklich phänomenal. Das kann ich, wir haben Andreas auch schon besprochen. Das ist unglaublich, was du hier für Dienstlaken eine Werbung machst. Und wir bedanken uns da ganz herzlich für. Und ich hoffe, dass auch diese Medaille für dich so ein bisschen, dass in diese Kneipe, vielleicht begrüßen wir dich auch mal zu Gast hier, das ein oder andere Bier mal trinken zusammen, ein bisschen quatschen. Das wollen wir dir auch überreichen, bitteschön. Ich möchte gerne ein Foto davon haben. Für meine Wand, ich habe doch für eine Wand. Ja, wie gesagt, natürlich, jetzt ist die Bühne nachher auch frei für Gespräche, für Fotos, ja, und auch natürlich noch, wunderbar, für Unterschriften und Signaturen mit allen dreien. Und dann möchte ich dir natürlich auch gratulieren, deiner Familie, dir auch natürlich als nur Nachwuchsschauspieler. Und wenn wir jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was du hier, Roland, in Dienstlaken auf die Beine gestellt hast, welche Leute du mittlerweile nach Dienstlaken geholt hast, aber auch prominente Dienstlaken, ne, darf man ja nicht vergessen, denn wir haben hier auch ganz berühmte Sportler beim letzten Mal. Man wundert sich, ne? Also durch dich erfahren wir, wer hier in Dienstlaken alles wohnt. Herzlichen auch dafür, danke. Voll, ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank. Da möchte ich noch zwei Sätze zu dem sagen, was du gerade, Axel, gesagt hast.
Ich habe es ja schon mal erwähnt, vor 6 oder 7 Jahren hatte ich ja die Idee, bin dem Bürgermeister um 23.40 Uhr auf den Senkel e-mailmäßig gegangen und dann hat er auch gesagt, machen Sie ein Konzept, wir haben uns noch gesiezt, nicht? Prominente ist die eine Sache und dann hatte ich aber gesagt, wir wollen auch Dienstlagner Größen und Talente haben. Und das war der Stadt und dem Kulturamt und den Sponsoren auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur bekannte Prominente aus Deutschland und den ganzen Bundesländern haben, sondern auch eben halt aus unserer Region. Und darum bin ich auch nochmal ganz herzlich dankbar, dass sich dieses Format durchgesetzt hat. Gut, vielen Dank, lieber Axel, dass du auch immer unser Gastgeber bist und hoffentlich auch noch weiter bleiben wirst. Also, tut uns einen Gefallen, auch wenn ihr nicht unbedingt Facebook-affin seid. Also geht einfach mal auf Facebook oder liked es. Das Maß ist voll. Ja, da seht ihr auch nicht nur die Aktionen hier von heute, sondern auf den Tischen stehen ja auch immer viele Aktivitäten von der Gaststätte Maß. Und ihr seht dann auch, welcher Gast beim nächsten Mal dabei ist. Und zwar am 4.9. wird Norbert Heisterkamp kommen. Ja, und dann sagt ihr, wer ist Norbert Heisterkamp? Also, wer Otto, den Film Die Sieben Zwerge kennt, Norbert Heisterkamp ist der größte Zwerg in Deutschland. Also, wir heißen hier Norbert Heisterkamp am 4.9. Karten können, soweit ich weiß, vom Kulturamt ab 12 Uhr nachts ist schon alles eröffnet. Wir freuen uns ganz herzlich. Nochmal ein riesengroßes Danke an euch, an die Gäste. Ja, habt Fun, habt Spaß. Entert die Bühne und macht auch gerne Fotos. Wir räumen hier weg. Vielen herzlichen Dank, Ihr Moderator Roland Donner.